Ja, wunderbar. Dann wünsche ich erstmal allen einen schönen guten Abend. Bild ist gut, Ton ist gut. Ich habe mir auch extra die Haare gemacht heute. Also werden wir einen schönen Abend miteinander haben. Und ich hoffe, dass ich Sie die nächsten 90 Minuten hier nicht allzu sehr langweile. Denn das, was ich zu sagen habe, ist auf der einen Seite aus meiner Sicht sehr interessant, aus Ihrer hoffentlich auch. Und auf der anderen Sicht ist es tatsächlich recht langweilig. Natürlich gilt wie immer, wenn ich irgendwo auftrete oder ein Webinar halte, bitte glauben Sie mir nichts, glauben Sie nichts ungeprüft von dem, was ich sage. Denn Sie sollten mit Ihrem eigenen Geld immer wieder selber darüber nachdenken, was Sie damit anstellen und nicht blind hinter irgendjemandem hinterherrennen, der Ihnen erzählt, er hat den Stein der Weisen gefunden. In der Regel ist das ja nicht so. Ja, ganz kurz zu meiner Person kommt also jetzt am Anfang erstmal der Werbeblock, dann sind wir damit auch durch. Falls Sie mehr über mich wissen wollen, schauen Sie auf meine Webseite gajowi.com. Da finden Sie also alles, was so lesens- und wissenswert ist. Da können Sie ein bisschen was über meine Biografie, meine Trading-Entwicklung und so weiter nachlesen. Das Zweite, falls Sie zu der heutigen Strategie Fragen haben, es gibt eine Landingpage, die Zahltagsstrategie.com. Da gibt es den kompletten Kurs. Wir haben dazu mal ein Präsenzseminar gemacht und wir haben auch eine DVD dazu angefertigt. Die kann man dort bestellen, die kann man dort also auch kaufen, kostet allerdings auch 490 €, also ist eine kleine Investition, aber Sie werden es hoffentlich nicht bereuen. Bis jetzt habe ich zumindest nur gutes Feedback bekommen davon. Und es geht ja im Prinzip auch um Ihre eigene finanzielle Zukunft. Wer jetzt weniger Geld ausgeben möchte, da gibt es auch eine kostenfreie Alternative. Schauen Sie auf den YouTube-Kanal Zahltagsstrategie. Den kann man also auf YouTube abonnieren. Da gibt es mittlerweile 75 kostenfreie Clips. Das sind alles so kleine Videos zwischen 3 und 5, 5,5 Minuten. Keine abgerundete konzeptionelle Sache, aber immerhin Dinge, die von der Strategieseite her auch interessant sein könnten für Sie. Schließlich und endlich, wenn Sie mich mal live sehen wollen, dieses Jahr bin ich, glaube ich, nur noch einmal zu erleben und zwar in 3 Wochen in Cabaret der Dominikanischen Republik. Da habe ich noch mal eine 5-tägige Masterclass. Es gibt noch Plätze, kann man über meine Webseite für 700 € die Woche sich gerne noch anmelden, bin ich also gerne bereit, noch den einen oder anderen mitzunehmen. Ansonsten zwischen dem 17. und dem 19. Februar fahren wir auf der Fähre nach Oslo und wieder zurück. Und wenn Sie dabei sein wollen, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kollegen Oliver Najar, Mike Seidel, Oliver Schwab und Giovanni Ciccivelli, dann können Sie sich da in einem exklusiven Ambiente wirklich mal ein paar Inspirationen holen zu ganz unterschiedlichen Trading- und Investitionsstilen. Hauptsächlich geht es um das Kennenlernen verschiedener Möglichkeiten, aber auch um den intensiven Erfahrungsaustausch untereinander. Ich erspare Ihnen jetzt die Details. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie einfach auf die Seite. Die heißt talkingbusiness.de. Da kriegen Sie also auch nachher die Präsentation mit dem Link dazu. Dann können Sie sich dort anmelden. Okay. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Abends. Wir hatten ja im Frühjahr schon mal eine Veranstaltung dazu und ich will einfach nahtlos an das anknüpfen und auch für alle die, die noch nicht dabei waren, noch mal ganz kurz wiederholen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, mich mit dem stressfreien Investieren und dem stressfreien Kassieren zu befassen. Ich komme ja eigentlich aus der Daytrader-Ecke. Es gibt ja immer so Mythen, ne? Also zum Beispiel einer der Mythen ist die Rente ist sicher, nur leider weiß heute noch niemand, wer unsere Rente mal bezahlen soll. Ich gehöre zur Generation 50 plus, das heißt, ich muss damit leben, dass 28% der Bevölkerung ungefähr in meinem Alter sind, dass wir aber nur 17% der Bevölkerung haben, die heute unter 18 sind. Das heißt, das sind die, die irgendwann mal in 10, 15, 20 Jahren mir die Rente verdienen soll. Wie das funktionieren soll, das weiß kein Mensch. Wir werden wahrscheinlich dann mit einer Rente leben müssen, die so irgendwo auf Hartz-IV-Niveau ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, die mich motiviert, das ist der gute alte Mann aus Omaha. Sie kennen ihn, Warren Buffett, einer der ja wahrscheinlich der größte lebende Investor, der im Jahre 1940, 41, da war er gerade 11 Jahre alt,
hat er seine ersten drei Aktien gekauft, zusammen mit seiner Schwester, hat damals $114,75 bezahlt und im zarten Alter von 11 Jahren angefangen. Heute ist er 72 Milliarden Dollar schwer. Er wäre heute weit über 100 Milliarden Dollar schwer, wenn er nicht jedes Jahr für einige Milliarden Dollar Aktien verschenken würde an die Bill und Melinda Gates Stiftung. Warren Buffett hat ja verfügt, dass sein gesamtes Vermögen in diese Stiftung eingeht und er hat mit dem Übertrag seines Vermögens 2006 begonnen. Bis heute hat er immer noch knapp 20% an seiner Berkshire Hathaway, also der Holding, die seine Finanzen verwaltet. Er wird trotzdem nicht ärmer. Ne? Das kann einem passieren. Der Mann hat gesagt, wenn investieren schwierig wäre, dann würde ich wahrscheinlich heute noch Zeitungen austragen. Das ist ein Urteil von jemandem, der es wissen muss. Also dieser gute alte Mann hat mich wahnsinnig motiviert, mit dem Investieren anzufangen. Und natürlich gibt es ein paar tolle Ideen, die man mitnehmen kann. Ja, wo beispielsweise aus diesem Buch die 4-Stunden-Woche ich einfach mir überlegt habe, warum muss man eigentlich die erste, wahrscheinlich auch größere Hälfte, ich weiß, dass das Blödsinn ist, aber den größeren Abschnitt seines Lebens mit einem ungeliebten Job verbringen, um dann hinterher den kürzeren Teil des Lebens damit zu verbringen, was man tatsächlich machen möchte, wenn man es häufig gar nicht mehr kann. Wenn man nachher 65, 70 oder 75 Jahre alt ist, dann möchte sich keiner mehr auf die Harley setzen und die Road 66 runterfahren und man möchte auch nicht mehr auf den Mount Fuji steigen oder man kann es vielleicht auch nicht. Aber niemand hat gesagt, dass man damit warten muss, bis man hornalt ist. Man kann also auch gut und gerne erstens früher in Rente gehen und zweitens kann man sich auch zwischendurch immer mal ein Jahr Auszeit gönnen, wenn man das möchte, wenn man das auch mit seinem restlichen Leben vereinbaren kann. Das müssen Sie selbst entscheiden. Mein Motto ist, man sollte nicht nur von seinen Träumen träumen, sondern man sollte seine Träume leben und zwar so lange, wie man es kann. Ja, und deswegen habe ich auch irgendwann mit dem Investieren angefangen. Wenn wir heute hier dieses Webinar bestreiten miteinander, sollten wir zunächst klären, worüber wir reden. Wir reden heute nicht über Trading. Wir werden auch Trading-Elemente dabei haben. Das ist überhaupt kein Thema. Schließlich will ich ja auch, dass die Kollegen Weiß hier beim CapTrader nicht unbedingt pleite gehen, sondern die sollen ja an uns noch ein bisschen was verdienen. Aber man muss genau unterscheiden, was ist Traden. Traden ist ein Business, Traden ist ein Geschäft. Das ist, als ob Sie ein Unternehmen gründen und das heißt, Sie machen es sich zum Unternehmensgegenstand, billig irgendwas an der Börse oder wo auch immer zu kaufen und es hinterher teuer zu verkaufen oder umgedreht in der Hoffnung, Sie machen dabei einen Gewinn. Wie bei jedem Unternehmen ist es so, dass man dann, wenn man eben keine Geschäfte macht, keinen Trade in diesem Falle, dann macht man auch keinen Gewinn. Dann macht man auch kein Einkommen. Das heißt, fahren Sie in den Urlaub, sind Sie krank, haben Sie keine Lust, gibt es keine Signale, dann werden Sie kein Geld verdienen. Der Unterschied zum Investieren besteht darin, dass man sagt, ich kaufe etwas, was billig ist und ich verkaufe es möglichst nie. Ich möchte Einkommen generieren, auch dann, wenn ich nichts tue. Es geht um passives Einkommen, um Geld, das mir zufließt, auch wenn ich nichts tue. Und zwar eine Belohnung für eine Arbeit, die ich einmal erledigt habe, die dann mir aber lebenslang zufließt, im günstigsten Falle. Das kann dazu führen, dass Sie eines Tages, wenn Sie denn jung genug sind, dastehen wie Warren Buffett. Ja, dann haben Sie 14 Firmen, wie er jetzt mit seiner Berkshire Hathaway, also er hält weit mehr Beteiligungen und besitzt auch weit mehr Firmen, aber allein die größten 14 Firmen, an denen er Aktienpakete hält, und zwar Aktienpakete von über 1 Milliarde Dollar pro Firma, diese Firmen zahlen ihm jetzt pro Jahr mehr als 2 Milliarden Dollar Dividenden. Das kann dabei rauskommen. Ja, nun ist keiner von uns wahrscheinlich 11 Jahre alt, also ganz so viel Zeit haben wir vielleicht nicht mehr. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass es auch im zarten Alter von 40, 50 oder 60 Jahren sich durchaus lohnen kann, über das passive Einkommen nachzudenken. Also wir reden heute über Investieren. Wir werden für das Investieren aber auch Trading-Ansätze benutzen.
Lassen Sie uns mal kurz überlegen, was beim Trading alles schiefgehen kann. Ich habe Ihnen hier mal einen Chart mitgebracht von einer Aktie, die war im Jahre 2012 in aller Munde. Es geht um 3D Systems. Sie erinnern sich, 2012 wurde also ein Riesenhype veranstaltet um die sogenannten 3D-Drucker. Ja, es gab also ungefähr ein Dutzend Aktien, die von wirklich Tiefstkursen, wie wir es hier sehen, 2011, 2012, auf einmal um 500-600% gestiegen sind. Und man sieht ja hier sehr schön, diese Aktie ging also von irgendwo 12, 13 Dollar hoch bis auf knapp 100 und sie hat den ganzen Weg auch wieder zurückgelegt. Ja, also sie ist komplett wieder auf ihren Ausgangspunkt zurückgefallen. Man kann sehr viel Geld verdienen, sowohl auf der Seite, wo es nach oben geht, als auch auf der Seite, wo es nach unten geht. Aber das Problem dabei ist, dann sind Sie ein Trader. Ja, wenn Ihnen das passiert, dass Sie vielleicht in so ein Unternehmen investieren und nicht rechtzeitig aussteigen, dann wären Sie heute all Ihr Geld wieder los. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch auf der Long-Seite den Aufschwung traden und auf der Short-Seite den Abschwung traden. Es setzt nur voraus, dass man tatsächlich aktiv sein Geld, seine Positionen sehr, sehr aktiv managt und sich dann auch wirklich mit diesen Charts, mit allen möglichen Dingen auseinandersetzt. Das Problem ist bei solchen Trades immer, was mache ich, wenn es vorbei ist? Ja, ich brauche dann einen neuen Trade, sonst können Sie eben kein Geld mehr verdienen. Das ist möglich, ja, aber es ist eine Sache, die die meisten von uns tatsächlich nicht mit ihrem restlichen Leben in Übereinkunft bringen können, weil viele eben einem bürgerlichen Beruf nachgehen oder weil eben vielen Leuten einfach die Leidenschaft fehlt für die Börse. Ja, die machen das, aber nur so lange, wie es tatsächlich Geld bringt und nur weil es Geld bringt. Und wenn man denen dann sagen würde, ab morgen gibt es kein Geld mehr, dann würden sie sofort damit aufhören oder sie würden irgendwas anderes machen, wo es viel mehr Geld zu verdienen gibt. Leider eine traurige Erfahrung. Wir werden also heute nicht über Trading reden, obwohl alle Welt über Trading redet. Warum ist das so? Weil es natürlich eine riesen Industrie gibt, die da hinten dran hängt und die alleine 2006 40% des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten produziert hat. Nun muss man sich das nur einfach vorstellen, was an einem Trade alles dranhängt. Wenn Sie eine Position eröffnen und schließen, dann haben Sie schon zweimal Kommission bezahlt. Wenn Sie eine Chartsoftware abonnieren, haben Sie dafür irgendwas bezahlt? Haben Sie Daten abonniert, bezahlen Sie dafür? Schauen Sie Fernsehen, CNBC, NTV, was auch immer, dann kassieren die Fernsehsender für die Werbung, die dort eingeblendet ist, ob das jetzt von Interactive Brokers ist oder von irgendeiner Forex-Bude, dann kassieren die dafür wiederum Werbung, ja, oder Werbekosten und so weiter und so weiter. Die Leute, die dort auftreten, wenn sie auf die World of Trading fahren, wenn sie auf den Börsentag fahren, es geht immer darum, sie in diesem Karussell zu halten, wo sie pausenlos den Gewinn, den sie hoffentlich erwirtschaften, mit all dieser diesen Industrien teilen. Ja, ob das jetzt Nachrichtenprovider sind, Börsenkursanbieter, Chartsoftware, Signaldienste, Börsendienste, das Wall Street Journal oder das Handelsblatt, völlig egal, alle verdienen mit, wenn sie traden. Und deswegen redet man auch so viel über Trading. Stellen Sie sich vor, Sie investieren, Sie kaufen heute irgendein Unternehmen, vielleicht kein ganzes, sondern vielleicht nur 1000 Aktien von Coca-Cola und Sie fassen die bis an Ihr Lebensende nicht mehr an. Dann sind Sie für Ihre Bank, für Ihren Broker und für alle anderen eigentlich völlig uninteressant. Ja, niemand verdient mehr an Ihnen, außer Sie selbst. Sie kassieren Ihre stetig wachsenden Dividenden und lehnen sich zurück und teilen das Geld mit niemandem. Nicht mit Bloomberg, nicht mit Chart-Software-Verkäufern, nicht mit Börsenbriefverkäufern. Sie machen gar nichts. Sie nehmen einfach nur das Geld. Und das ist genau das, was Warren Buffett macht und was diesen Menschen so erfolgreich gemacht hat. Trading ist eben ein Business, aber es ist keine Ruhestandsversorgung.
Ich bin also irgendwann drauf gekommen, dass man, wenn man ein gewisses Grundvermögen angesammelt hat, eine gewisse Kontogröße, dass diese Kontogröße einen viel größeren Wert hat als nur den reinen Kontostand. Das liegt ganz einfach daran, wenn Sie 25 Jahre alt sind und ein Konto mit 3.000 € aufmachen irgendwo, dann hat dieses Konto keinen Wiederbeschaffungswert. Das heißt, Sie können das Geld verbraten und Sie fangen dann nochmal von vorne an. Sie sparen einfach ein halbes Jahr, dann haben Sie wieder 3.000 € und können irgendwo anders wieder ein Konto aufmachen. Das ist wie beim Lotto. Es tut nicht weh. Wenn Sie aber 60 Jahre alt sind und Sie haben 300.000 gespart, dann stellt sich die Frage anders, denn jetzt hat dieses Geld plötzlich einen Wiederbeschaffungswert. Sie können diese 300 oder 500.000 nicht mal eben verbraten und sich dann schnell mal wiederholen, indem Sie ein halbes Jahr lang sparen. Sie haben ein Leben lang dafür gearbeitet. Und das ist im Prinzip das, was für so eine Dividendenstrategie wichtig ist, dass man hier an seinem Vermögen tatsächlich langfristig arbeitet, dass man hier etwas aufbaut, was einen höheren Wiederbeschaffungswert hat als lediglich das, was man auf dem Konto heute sieht. Was ich möchte ist, ich möchte Geld investieren, regelmäßig passives Einkommen generieren durch permanente Dividendenzahlungen. Solange wie man jung ist und davon nicht leben kann oder muss, weil man vielleicht auch noch arbeitet, was ja durchaus kein Verbrechen ist, solange werden diese ganzen Dividenden wieder reinvestiert. Und was ist das Besondere? Wenn ich Aktien kaufe, kaufe ich Unternehmen. Und Unternehmen sind eben das, was in unserer Gesellschaft den Reichtum schafft. Wenn es also einem Land wie Deutschland oder Amerika tendenziell über die letzten 10, 20, 30 Jahre immer besser geht, dann passiert das ja nicht, weil wir von so tollen Politikern regiert werden, sondern weil wir Unternehmen haben, die permanent produktiv arbeiten und den Menschen ermöglichen, immer mehr an diesem gesellschaftlichen Reichtum zu partizipieren, und zwar sowohl auf der Konsumentenseite als auch auf der Eigentümerseite. Und das ist das Prinzip der Zahltagsstrategie, dass ich sage, wenn die Gesellschaft immer reicher wird, wenn das Produktivvermögen immer größer wird und mir gehört ein Anteil daran, dann wird logischerweise auch mein Reichtum immer größer. Sie können mit der Strategie loslegen, wenn Sie die ersten wenigen 100 € zusammengespart haben. Bei CapTrader können Sie mit 2.000 € schon das erste Konto aufmachen. Sie brauchen kein Margin-Konto, Sie brauchen nur einen vernünftigen Broker, der Ihnen bei den Gebühren nicht das Fell über die Ohren zieht. Und da gibt es in Deutschland leider nicht so viele. Und Sie müssen sich vor allem von diesem spekulativen rein raus, hopp, hopp, schnell, schnell verabschieden. Dann können Sie etwas für sich entdecken, was ja, Albert Einstein mal in die Worte gefasst hat: Die größte Erfindung des menschlichen Geistes sind die Zinseszinsen. Nehmen Sie sich einfach mal einen Stift und denken Sie mal darüber nach, diese Frage hier zu beantworten. Wir wissen, dass der Dow Jones 1896 mit 40 Punkten aufgelegt wurde. Das heißt, wir haben jetzt das 130-jährige Jubiläum dieses Index, wenn ich nur 120, ja, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1998, also gut 100 Jahre nach der Erstauflegung, ist dieser Index bei 9.000 gewesen. Heute steht er bei 18.000. Das wissen wir mittlerweile auch. Nun muss man wissen, der Dow Jones ist ein Kursindex. Das heißt, er reagiert nur auf die Kurse der darin beinhalteten Aktien. Und die große Frage ist jetzt: Stellen Sie sich vor, der würde so berechnet werden wie der DAX. Der DAX ist nämlich ein Performance-Index und im DAX sind alle Dividenden enthalten. Das heißt, wenn eine Aktie Dividenden zahlt, fällt sie ja im Kurs. Der Dow Jones würde dann auch fallen. Der DAX tut das nicht, weil im Prinzip die ausgezahlten Dividenden einer Deutschen Bank, ja, als sie eben noch Dividenden zahlte, oder einer RWE in die Indexberechnung mit inkludiert wurden. Jetzt könnte man den Dow Jones natürlich alternativ auch wie einen Dividendenindex, wie einen sogenannten Performance-Index berechnen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, man hätte das so konstruiert, diesen Index. Und schreiben Sie einfach mal eine geschätzte Zahl auf, wo der Dow Jones 1998 in etwa gestanden hätte. Ja, wenn wir also alle Dividenden in diesen Index reinvestiert hätten.
Und dann schreiben Sie einfach eine von bis Spanne auf, wo Sie sagen, also von mindestens so viel bis maximal so viel bin ich mir zu 90% sicher, dass der Dow Jones sich innerhalb dieser Bandbreite bewegen würde. Ja, jetzt können Sie den Bleistift nehmen, können sich selbst prüfen. Ich werde das hier einfach mal überlegen. Okay, einer weiß es, das ist klar. Ja, hier kommt die Schätzung 12.500. Naja, schneiden Sie sich an. Ja, es sind 652.230 Punkte. Ja, hier einer sagt 30.000, 40.000. Der Witz an der Sache ist, unser menschliches Gehirn kann nicht exponentiell denken. Wir denken immer linear. Morgen ist die Fortschreibung von heute. Ja, wenn heute etwas um 1% steigt, dann können wir uns vorstellen, dass es morgen auch um 1% steigt oder auch mal um 2% fällt. Aber wir denken nicht in exponentiellen Kurven. Das ist neurologisch unmöglich. Unser Gehirn kann das nicht. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern wir scheitern hier ganz einfach an unseren neurophysiologischen Konstruktionen. Die Festplatte, die wir im Kopf rumtragen, ist für solche Rechenoperationen nicht gemacht. Ja, hier kommen schon einige Fragen hinsichtlich Steuern, Gebühren und so weiter und so weiter. Ich werde das am Ende alles beantworten. Ja, ich möchte einfach nur jetzt nicht alle 2 Minuten den Faden verlieren. Also überlegen Sie sich, wie dicht Sie dran waren, ja, und dann denken Sie darüber nach, was passieren kann, wenn Sie Ihre Dividenden tatsächlich kassieren und die auch immer reinvestieren. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, ich meine Lebenszeit, ja, 10, 15, 20 Jahre, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Dann sollten Sie auch heute schon anfangen. Ja, man muss dafür keine Million haben. Ich habe vor 14 Tagen in Chemnitz vor Studenten geredet, über 50 Studenten, denen ich diese Strategie vorgestellt habe. Und ich habe gesagt, stellen Sie sich vor, Ihre Eltern hätten Ihnen zu Ihrer Geburt jeden Tag 1 Euro ins Sparschwein gesteckt, ja, seit Sie geboren sind, also 30 Euro im Monat. Und die Frage ist, kann man mit 30 Euro im Monat, die Ihre Eltern ja, ins Sparschwein gesteckt haben, bis zu seinem 65. Geburtstag Millionär werden? Das sind 780 Monate, also 65 Jahre, a 12 Monate macht 780 und gerundet 30 Euro pro Monat. Sie haben dann 23.400 Euro eingezahlt, Ihre Eltern, für Sie. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, ja, wenn Sie selber 65 sind. Für alle anderen, die selber schon ein bisschen älter sind, falls Sie Enkel haben oder Enkel unterwegs sind, denken Sie mal darüber nach, was Sie denen Gutes tun könnten. Also erstens, man sollte anfangen, denn dabei kann das passieren. Auf der Seite, auf der Webseite Zinsen-Berechnen, da können Sie das Ganze nachrechnen. Ja, am Ende dieser Präsentation gibt es also auch eine Folie mit allen interessanten Webseiten, die ich hier erwähne. Wenn Sie also hier hingehen und sagen, ich spare 30 Euro im Monat und ich gebe unten als Endkapital 1 Million ein, also in der alleruntersten Zeile, und als Ansparzeit 65 Jahre, und ich habe jetzt hier einfach mal angenommen, wir sparen diese Zinsen, also es sind ja keine Zinsen, sondern es wären in diesem Falle Dividenden, aber auf der Seite Zinsen minus berechnen heißt es halt Zinsen. Ja, dann müssten Sie eine Performance von 8,75% per annum erzielen und Sie wären in 65 Jahren bei 1 Million. Nun weiß ich auch, dass 1 Million heute nicht das ist, was 1 Million in 65 Jahren ist. Wahrscheinlich kriegen Sie dann nur noch die Hälfte oder ein Viertel dessen gekauft, was Sie heute dafür kaufen könnten. Aber das sollte uns nicht davon abhalten. Sie können natürlich auch ein bisschen mehr Rendite machen, vielleicht 10, 12 oder 18%, und dann verkürzt sich dementsprechend die Ansparzeit, bis Sie bei Ihrer 1 Million ankommen. Und ich sage Ihnen eins, 18% Rendite klingt jetzt vielleicht ja ein bisschen überkandidelt, aber es ist absolut real, das hinzukriegen. Das sind 1,5% im Monat und meine Benchmark liegt mittlerweile bei 2% im Monat. Ich zeige Ihnen nachher, was dabei rauskommen kann. Wundern Sie sich ganz einfach. Ich habe mich auch gewundert.
Die meisten Leute werden es übrigens nicht tun. Und ich sage Ihnen auch warum, weil natürlich immer Tausende von Ausreden kommen, warum man das nicht macht. Ja, weil zum Beispiel niemand daran denkt, tatsächlich reich werden zu können. Niemand hat das Ziel. Alle haben, die meisten Menschen, muss man so sagen, sind so konditioniert, dass materieller Reichtum in unserer Gesellschaft halt negativ besetzt ist. Ja, es ist also ganz was Schlimmes, wenn man viel Geld hat. Wenn man dann noch darüber redet, ist es noch viel schlimmer. An jedem großen Vermögen klebt immer ein kleines Verbrechen. Ja, das sind ja so die gängigen Klischees, die Sie aus der Tagesschau jeden Abend indoktriniert bekommen. Denken Sie mal so an Stichworte wie Reichensteuer. Denken Sie an das, was uns die Politik immer wieder suggeriert. Ja, dass Menschen, die ja so viel Geld haben, dieses Geld einfach abgeben müssen an den Staat im Sinne von Steuern zahlen und so weiter. Das führt dazu, dass ganz viele Menschen einfach gar nicht damit anfangen und auch gar nicht für sich in Anspruch nehmen, viel Geld zu verdienen. Ganz abgesehen davon, dass man dafür etwas tun müsste, das ist nicht so, dass einem das in den Schoß fällt, sondern man muss tatsächlich dafür arbeiten. Und das ist so etwas, als viele möchten ja gerne sich zurücklehnen und nur das Geld in den Schoß sich fallen lassen. Das funktioniert aber nicht. Ja, niemand wird auch von alleine Olympiasieger. Ja, und an der Börse ist es nichts anderes. Wenn Sie Geld verdienen wollen, dann müssen Sie etwas anderes tun als die 95% der Menschen, die an der Börse alle das Gleiche machen und demzufolge alle das gleiche Ergebnis erzielen, nämlich Verluste. Sie müssen also etwas anderes tun. Sie müssen sich auf die Seite der Minderheit schlagen, gegen den Strom schwimmen und dann wird es natürlich auch dazu führen, dass sie ja auf der einen Seite isoliert sind, mit kaum jemandem drüber reden können, auf der anderen Seite können sie dann richtig Geld verdienen. Ja, nur muss man eben überlegen, ob man das so an die große Glocke hängt. Ja, wenn Sie dann angefangen haben und sagen, okay, mein 1 Euro pro Tag, ja, den nehme ich jetzt erstmal. Als ich angefangen habe, habe ich mir ein Sparschwein gekauft hier in meinem örtlichen Krämerladen bei mir auf dem Dorf und in dieses Sparschwein habe ich dann mein ganzes Kleingeld immer wieder reingeschmissen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Dieses Geld sollen Sie natürlich nicht liegen lassen, dann zahlen Sie nämlich darauf Strafzinsen, sondern Sie sollten es investieren und zwar in die Wirtschaft. Geld kommt nicht aus dem Automaten, Geld kommt auch nicht vom Sozialamt. Der Staat hat kein Geld, der kann Ihnen auch keine Rente zahlen. Ja, der Staat erwirtschaftet ja nichts, er verbraucht nur. Und alles, was er austeilt, hat er Ihnen vorher abgepresst. Das heißt, wenn Sie 100 Euro Steuern bezahlen, dann dürfen Sie nachher einen Antrag stellen und Sie kriegen 20 Euro Rente. Den Rest verbraten die Verantwortlichen selbst oder verteilen es untereinander um oder machen diese berühmte Umverteilung von fleißig zu faul oder von Arbeitenden zu anderen nicht arbeitenden Bevölkerungsteilen. Ja, überlegen Sie, dass die größte gesellschaftliche Organisation in Deutschland der Deutsche Beamtenbund ist mit über 5 Millionen Mitgliedern. Dann wissen Sie Bescheid. Lassen Sie also sich darauf ein, an der Wirtschaft sich zu beteiligen, lassen Sie den Zinseszins für sich arbeiten und jetzt kommt etwas, das ist absolut schwierig, vergessen Sie Aktienkurse. Fokussieren Sie sich auf ein Unternehmen. Denken Sie, Sie kaufen eine Firma, entweder ganz oder teilweise. Und dieses Unternehmen gehört Ihnen. Es erwirtschaftet für Sie Erträge, es erwirtschaftet für Sie laufende Einnahmen. Etwas, was ja völlig neu ist für viele von uns, ist die Tatsache, dass man mit einer Position, die man hält, tatsächlich laufendes Einkommen erwirtschaftet. Das Schöne ist, wenn Sie traden und Sie kaufen eine Aktie und die geht durch die Decke, dann können Sie mit diesem Kursgewinn die Brötchen beim Bäcker nicht bezahlen, solange wie Sie die Aktie nicht verkauft haben. Sie müssen sich also von der Position trennen. Erst dann können Sie mit dem Gewinn einkaufen gehen. Dann brauchen Sie aber eine neue Position, damit Sie auch im nächsten Monat wieder einkaufen gehen können. Und irgendwann beim 3., 4., 5. oder 20. Trade machen Sie auch mal einen richtig fetten Verlust. Und dann haben Sie kein Geld, um Ihre Brötchen zu bezahlen, sondern Sie zahlen ein. Und das ist beim Investieren komplett anders. Sie haben eine Position, Sie behalten die Position und Sie kriegen trotzdem laufend Geld dafür.
Das ist etwas, was ganz neu ist und wo die Aktienkurse mit der Zeit natürlich völlig nebensächlich werden. Ich zeige Ihnen das, aber ich werde auf diesen Punkt immer wieder zurückkommen, denn Sie müssen sich einfach überlegen, stellen Sie sich vor, Ihnen gehört ganz Coca-Cola, ja, oder Ihnen gehört die ganze Altria. Was würden Sie dann, was würden Sie sich dann noch um Aktienkurse scheren? Ja, wenn Sie also bei sich eine Rechtsanwaltskanzlei kaufen würden, einen Bäckerladen oder einen Blumenladen oder eine Autowerkstatt, dann wird die ja auch nicht an der Börse gehandelt, sondern die soll Sie ernähren. Beim Investieren in Aktien kann Ihnen das passieren. Ja? Wer eine Coca-Cola-Aktie mal gekauft hat, 1919, der hat aus dieser einen Aktie heute $360.000 Vermögen gemacht. Ja, da ist noch nichts reinvestiert. Das sind einfach nur die Kursentwicklungen der einen Aktie und dann die Splits, die stattgefunden haben. Also aus der einen Aktie wurden irgendwann mal zwei, dann hat man das 1935 nochmal gesplittet und so weiter. Ich habe neulich ein schönes, ein kurzes Video gemacht zum 30-jährigen Jubiläum der Microsoft-Aktie. Wenn Sie 1986 100 Microsoft-Aktien gekauft hätten, damals nach dem IPO, das war im März 1986, ja, da hätten Sie für $25 oder $28 oder $21 war der IPO-Preis 100 Aktien kaufen können. Da hätten Sie irgendwas zwischen 2.100 und vielleicht $2.800 investiert, hätten 100 Aktien gehabt. Allein durch das Splitten dieser Aktien hätten Sie heute 28.800 Aktien von Microsoft und jetzt überlegen Sie sich, was die mittlerweile an Dividende zahlen und wo die heute stehen. Die Aktie kostet über $60 und sie zahlt mittlerweile so viel Dividende, dass sie jedes Jahr aus ihrem $2.500 Investment $44.600 nur an Dividende bekommen würden. Das passiert natürlich nicht von gestern auf morgen, sondern da muss man eben auch mal ein Unternehmen länger halten können. Aber das ist der Sinn des Investierens und Sie müssen nicht so viele Coca-Colas oder Microsofts in Ihrem Leben entdecken, um einem sorgenfreien Lebensabend entgegenzugehen. Ich investiere ausschließlich in Märkte, die an amerikanischen Börsen gehandelt werden. Einmal zum großen Teil direkt in den US-amerikanischen Markt, aber auch beispielsweise in andere Unternehmen, die an US-Börsen gehandelt werden. Und das hat einen Grund. Erstens ist natürlich über die Hälfte aller Aktien, die in der Welt gehandelt werden, US-amerikanisch. Zweitens, die Altersversorgung der amerikanischen Bevölkerung hängt am Aktienmarkt. Das heißt, wir haben dort eine ganz andere Aktienkultur. Wir haben dort eine ganz andere Bedeutung der Dividenden für die Pensionskassen, die Versicherungen, die großen institutionellen Investoren an den amerikanischen Märkten. Dividenden sind etwas Heiliges und ein Unternehmen wird alles tun, um zu vermeiden, dass man Dividenden kürzt. Das ist in Deutschland komplett anders. Ja, in Deutschland ist es eben so, dass man hier hingeht und sagt, okay, wenn RWE kein Geld verdient, dann streichen wir eben die Dividende. Punkt. Ja, oder die Deutsche Bank, dann wird eben gestrichen. Punkt. Ja, dann ist das eben so. In Deutschland ist es den Versicherern verboten, in Aktien zu investieren. Dafür hat das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht 2003 gesorgt. Also die dürfen kaum noch irgendetwas in Aktien investieren. Stattdessen schreiben sie dann Briefchen an ihre Versicherten und sagen, liebe Leute, wir können an den Märkten keine Renditen mehr erwirtschaften. Das ist alles hausgemachter Mumpitz. Ungeachtet aller Propaganda, es ist nicht so, dass der Hochfrequenzhandel und all diese neumodische Kram, den es tatsächlich gibt, dass der für den Investor tatsächlich ganz was Schlimmes wäre. Im Gegenteil, der Großteil des amerikanischen Marktes wird eben nach wie vor von institutionellen Anlegern gestellt. Machen Sie mal die Webseite finvis.com auf und sortieren Sie mal dort die Aktien, Sie haben dort einen Screener, sortieren Sie die mal nach dem Anteil institutioneller Eigentümer.
Das ist kostenlos, das kann man machen. Und dann wird Ihnen auffallen, dass von den über 4.800 Aktien, ich habe also bewusst alle ETFs rausgenommen und alles, was nicht aus Amerika kommt, da haben Sie also bis zur Position 2730, 32, das schwankt immer ein bisschen, ja, da haben Sie also Eigentumsanteile von über 50%, wo die Aktien bei Institutionellen liegen. Das heißt, beispielsweise bei einer Coca-Cola, 67% aller Aktien befinden sich in den Händen von langfristigen Investoren. Die verkaufen ihre Aktien nie. Die müssen mit den Dividenden, die eine Coca-Cola ausschüttet, die Renten beispielsweise der kalifornischen Lehrer und der Pensionen, die der Pensionskassen bezahlen. Ja, das sind also Dinge, die in Deutschland völlig undenkbar sind, aber die natürlich dafür sorgen, dass wenn eine Aktie unter ein bestimmtes Niveau fällt, gerade diese Pensionskassen hingehen und nochmal einige LKW-Ladungen Coca-Cola-Aktien nachkaufen, nämlich von den Privatiers, die sie dann panisch auf den Markt werfen. Wenn man das einmal versteht, hat, kann man auf den gesamten Aktienmarkt auch mit ganz anderen Augen sehen, als das beispielsweise dieses kurzfristige Trading uns heute suggerieren möchte. Man muss natürlich nicht alles kaufen. Ja, man sollte also sich ein Schema zurechtlegen, nach dem man arbeitet. Und mein Schema ist relativ einfach. Ich will ja nicht den Weltrekord brechen und ein riesengroßer Star-Investor werden, der jetzt hier eine megamordsmäßige Performance hinlegt. Mir geht es einfach nur darum, dass ich ein vernünftiges, gesundes Unternehmen finde und einen vernünftigen Preis dafür bezahle. Hier mal an einem Beispiel, ich sag mal, das ist die Aktie von GameStop, die ich im Sommer mal analysiert habe. Kennt vielleicht jeder, der schon mal im Videospielen unterwegs war. Ich habe eine 11-Punkte-Matrix für mich erarbeitet, die sich zusammensetzt aus 5 fundamentalen Werten, aus 5 Dividendenwerten und aus einem Wert aus der technischen Analyse. Ja, Sie sehen also hier ganz bekannte Kennzahlen, da ist überhaupt keine Raketenwissenschaft dabei. Jeder kann das machen, der zu Hause Internet hat. Da schaue ich mir diese Werte an und dann sage ich, es gibt 3, 2 oder 1 Punkt, je nachdem, wie gut die einzelnen Kriterien dastehen. Ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis recht niedrig, gibt es 3 Punkte. Ist es sehr hoch, gibt es nur 1 Punkt. Oder schauen wir auf die Dividendenwachstumsrate. Ja? Beachten Sie einfach mal diese Zahl. Die ist bei GameStop 28,5% pro Jahr. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer 28-prozentigen Gehaltserhöhung von einem Jahr auf das nächste. Das gibt 3 Punkte. Wenn es eine langsam wachsende Dividende ist, gibt es halt weniger Punkte. Und so kann ein Unternehmen bei meinen 11 Kriterien maximal 33 Punkte erwirtschaften oder minimal, wenn es auf alle 11 Kriterien nur 1 Punkt gibt, dann wären wir bei 11 Punkten. Alles, was oberhalb von 23 Punkten liegt, kriegt bei mir die Empfehlung kaufen oder aufstocken. Alles, was darunter liegt, wird beobachtet und alles, was unter 12 liegt, wandert ungesehen in den Papierkorb. Mit dieser Matrix sondere ich zunächst einmal aus, was sind analysierenswerte Werte und was sind Unternehmen, von denen ich sage, naja, die taugen ohnehin nichts. Wenn ich dann jetzt sowas sehe wie GameStop, wo ich sage 27 Punkte, dann gehe ich natürlich nicht hin und kaufe das sofort und zwar gleich ganz, ganz viel und alles, was ich an Geld habe, stecke ich in dieses eine Unternehmen, sondern dann fängt die Aktienanalyse tatsächlich erst an. Und ich habe teilweise Analysen geschrieben, die ich bei mir auf der Webseite auch in meinem Inner Circle veröffentliche. Die sind also über 20 Seiten lang, weil das im Prinzip nur der Auftakt ist für eine tiefergehende Analyse, ja, wo man sagt, okay, was machen die überhaupt? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Wie hat es in der Vergangenheit funktioniert? Wie wird ein Unternehmen wie GameStop mit dem Onlinehandel beispielsweise fertig? Und so weiter und so weiter. Also da muss man dann nochmal richtig Schularbeiten machen. Der Preis ist sicherlich nicht unerheblich, also man muss Arbeit investieren, aber die Belohnung stimmt eben, denn wenn man hier ganz gründlich arbeitet, dann findet man tatsächlich unter 10 Unternehmen, die man analysiert, vielleicht mal eins, wo man sagt, okay, das ist eins, da würde ich die Aktien auch an meine Kinder und Enkel vererben wollen. Also
Das ist der Punkt, der hier als Arbeit auch tatsächlich drinsteckt. Umsonst gibt es auch für den Investor an der Börse nichts. Ja, und eine der Sachen, die eben wirklich häufig missverstanden werden, ist, dass man hier nur hingeht, einfach nur blind irgendwas kauft zu jedem beliebigen Preis und sich dann wundert, dass alles wieder mal in die Hose gegangen ist. Das ist das übliche Szenario. Ich bin also einer, der sagt, okay, wir wollen Geld verdienen, dann sollten wir gefälligst auch dafür arbeiten. Diese Ideen, die ich brauche, ob das jetzt Aktien sind, die ich finde oder irgendwelche Kennzahlen, die findet man gerade im amerikanischen, im englischsprachigen Internet für lau. Ja, Sie können sich auf der Seite von finvis.com oder auch im Agena Trader einen Screener einrichten und dann können Sie alle diese Kriterien, die ich Ihnen hier eben gezeigt habe, einfach durch den Screener laufen lassen, vom KGV über die Dividendenrendite, das ist dort alles auffindbar. Die Dividendenhistorie muss man dann auf den Webseiten der Unternehmen nachschauen oder man schaut auf eine Seite, die heißt dripinvesting.org, da finden Sie die sogenannte David Fish Liste. Das ist ein Mekka für Datenjunkies, da haben Sie über 750 Aktien fundamental ausgewertet, technisch ausgewertet, nach Dividenden ausgewertet und Sie haben in dieser Tabelle beispielsweise mehr als 100 Aktien, die ihre Dividenden in den letzten 25 Jahren jedes Jahr gesteigert haben. Jedes Jahr. Und das 25 Jahre mindestens in Folge. Da sind einige dabei, die tun das seit 80 Jahren. Dann gibt es eine zweite Kategorie von Unternehmen, die ihre Dividenden jährlich steigern und das seit mindestens 10 bis 24 Jahren. Und die dritte Kategorie sind die, die wenigstens 5 Jahre lang immer in Folge ihre Dividende angehoben haben. Das sind also alles Dinge, die finden Sie für deutsche Aktien gar nicht. Und es gibt in Deutschland auch keine Aktie, die 25 Jahre oder länger jedes Jahr ihre Dividende angehoben hat. Woran liegt das? Wir haben keine Aktienkultur hier. Aktien sind verpönt. Ja, Sie können Nachrichten abonnieren, Sie können auf meiner Leib- und Magenseite Seeking Alpha einzelne Autoren abonnieren, Rubriken abonnieren, wie beispielsweise Dividenden und Investments, das gibt es dort als Rubrik und dann setzen Sie dort ein Häkchen und dann kriegen Sie, wenn Sie das wollen, jeden Tag eine E-Mail, wo alle Artikel, die da dazu geschrieben worden, Ihnen automatisch als Schlagzeile zugesandt werden und Sie können dann immer auf den Papierkorb drücken und alles weglöschen oder sagen, okay, den einen oder anderen Artikel, den möchte ich gerne lesen. Ich halte auch regelmäßig Webinare. In meinem Inner Circle machen wir jeden Monat ein Market Roundup am Monatsletzten. Da schicken mir Teilnehmer vorab die Aktien, die sie interessant finden und ich analysiere die dann und da war auch schon so manche Perle dabei. Ich erinnere mich beispielsweise, dass ich nie auf die Altria-Aktie gekommen wäre, wenn sie mir nicht damals irgendwie untergejubelt worden wäre für so eine Schnellanalyse bei einem Market Roundup. Gleichgesinnte. Ja, wir haben in meinem Inner Circle so eine kleine Google-Plus-Gruppe, die kann man von außen nicht sehen, aber da trauen sich die Leute auch mal ihre eigenen Ideen im Prinzip ins Forum zu stellen und zu sagen, was haltet ihr denn von dieser Aktie? Auch da findet man immer wieder mal den einen oder anderen Titel, wo man sagt, das sieht interessant aus. Ich investiere viel in Weiterbildung, das würde ich Ihnen auch empfehlen. Ja, investieren ist natürlich auch ein Beruf, ja, auch ein Teilzeitjob kann es sein, aber das muss man lernen. Und Sie werden ohnehin bezahlen. Entweder bezahlen Sie mit dem Geld von Ihrem Konto bestimmte Verluste oder Sie kürzen den Weg einfach ab, indem Sie sagen, ich besuche mal ein vernünftiges Seminar oder ich beteilige mich beispielsweise an einem bestimmten Forum oder wie auch immer oder abonniere eine bestimmte Zeitschrift, die Sinn macht, da muss man dann das Geld dafür in die Hand nehmen, aber Ausbildung kostet Geld. Ja, und Medien nutze ich natürlich auch. Ich lese zwar prinzipiell keine Zeitung und gucke auch nicht regelmäßig Fernsehen, aber man merkt ja dann gelegentlich doch, wenn man mal unterwegs ist, was ist gerade out, was ist in, worüber reden alle und worüber redet niemand. Und meistens findet man genau am anderen Ende, also bei dem, was gerade in ist, brauchen Sie nicht gucken, aber was gerade out ist und worüber niemand man redet, da findet man dann auch die Chancen, mit denen man gutes Geld verdienen kann. Das alles ist
Alltagsarbeit. Ja, man wird nicht immer sofort richtig doll dafür belohnt. Man hat manchmal Ergebnisse, die einen ein bisschen erschrecken, zum Beispiel im Konto Drawdowns oder Buchverluste. Ich habe das in diesem Jahr auch erlebt. Ja. Also als das Jahr losging, war alles schick und im Januar und Februar war mein Konto auf einmal 27, fast 28% unter Wasser. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das schlimm? Warren Buffett sagt ja nicht umsonst, wenn Sie nicht 50% Drawdown aushalten können, sollten Sie Aktien nicht anfassen. Der Aktienkurs ist aber etwas, was kurzfristig sich ändern kann. Worauf wir schauen, das ist ja der Wert des Unternehmens, also nicht der Kurs der Aktie, der natürlich zum großen Teil von Emotionen gesteuert wird, sondern was habe ich denn da gekauft? Eine Coca-Cola oder eine Procter & Gamble oder eine Johnson & Johnson? Und wenn die gerade einen Drawdown erlebt, ja, dann muss ich nochmal nachkaufen, wohl dem, der dann noch Geld hat, was er investieren kann. Das Schöne ist, je länger Sie Ihr Depot halten, desto mehr Cash werden Sie ja durch die Dividenden auch haben. Und je mehr Cash Sie haben, desto weniger kann Ihnen ein Drawdown passieren. Ein Investor wird eben auch das machen, was ein Trader nicht macht. Der kann nämlich verbilligen, weil wir nicht die Leute sind, die sich einbilden, das Markttief irgendwie herausfinden zu können. Das, was heute unten ist, kann morgen die Mitte sein und unten ist dann noch 2 Kilometer tiefer. Aber ich will Sie einfach hier auch nicht, will Ihnen auch nicht die Augen verkleistern und sagen, Ihr Kontostand wird hier durch die Decke gehen, weil das muss nicht passieren. Ja, und der Kontostand ist auch völlig unwichtig. Das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Was viele nicht wissen, in Amerika werden ja Dividenden 4-mal im Jahr gezahlt und es gibt sogar Aktien, die zahlen monatliche Dividenden. Wenn Sie auf die Seite dividend.com gehen, dann können Sie dort unter den Dividend Tools mal den Punkt Monthly Dividend Stocks aufrufen und da finden Sie 752 Dividendenaktien, die jeden Monat Dividende zahlen. Die Liste können Sie dann in Excel exportieren. Dazu melden Sie sich einfach an zu einem Probeabo. Wenn Sie ein Probeabo haben, das ist kostenlos auf dieser Seite, dann können Sie diese Sachen, alle die dort angeboten werden, ich glaube für 14 Tage kostenfrei nutzen und können die auch runterladen. Und dann haben Sie erstmal etwas, womit Sie arbeiten können. Das ist, als ob Sie sich einen monatlichen Gehaltscheck schreiben oder eine monatliche Gehaltsüberweisung, wenn Sie jeden Monat Dividende bekommen. Das bedeutet, Sie können das Geld, was Sie sofort bekommen, natürlich auch schneller wieder anlegen. Umschlaggeschwindigkeit des Kapitals ist eine wichtige Kennzahl, wenn es um Rendite geht. Bargeld, ja, das Sie also für Ihre Spar- oder Investmentrate nutzen können, kommt alle 30 Tage. Aktien, die monatlich Dividenden zahlen, kann man schlechter shorten, weil immer der, der die Aktie short ist, muss ja die Dividende zahlen an den, von dem er sie sich ausgeborgt hat. Natürlich steigen solche Aktien auch schwächer im Kurs, klar, weil ich ja jeden Monat einen Teil des Unternehmensgewinnes an die Aktionäre auskehre. Aber was ist denn der steigende Aktienkurs für mich? Ist der wichtig? Eigentlich nicht, genauso wenig wie ein fallender Aktienkurs. Tendenziell ist es aber tatsächlich auch so, dass solide Dividendenaktien im Kurs historisch gesehen stärker steigen als Aktien, die keine Dividenden zahlen. Ja, das mag jetzt im Angesicht von Amazon oder Google vielleicht etwas seltsam aussehen, aber das sind auch zwei Ausnahmen und davon gibt es eben noch eine Handvoll, die ähnlich gelagert sind. Mit diesen Aktien können Sie aber auch nur dann Geld verdienen, wenn Sie sie wieder verkaufen, weil sonst kriegen Sie ja von denen nichts zwischendurch. Ja, aber Dividendenaktien haben in der Regel langfristig betrachtet eine überdurchschnittliche Kursentwicklung. Ich habe es gerade nochmal bestätigt bekommen. Jeremy Siegel hat ein schönes Buch geschrieben, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Aktien für die Ewigkeit, da können Sie die Zahlen gerne nachprüfen. Die Volatilität von Monatszahlern ist tendenziell geringer und Sie haben natürlich die Möglichkeit, bei monatlichen Dividenden auch schneller darauf zu reagieren, wenn es dem Unternehmen mal nicht gut geht. Stellen Sie sich doch die armen Aktionäre der Deutschen Bank vor oder von Volkswagen oder von RWE.
die freuen sich vom Mai 2015 bis zum Januar 2016 auf die kommende Dividende und kriegen dann nach 9 oder 10 Monaten verkündet, dass es in diesem Jahr keine Dividende gibt oder dass sie gekürzt wird. Natürlich gehen die Aktien nach 10 Monaten dann auch in den Keller, sofort als diese Meldung rauskam. Das Problem ist nur, sie haben 9 Monate die falsche Aktie gehalten. In Amerika haben wir gerade Earnings Season jetzt wieder und es kommen ganz viele Zahlen, die kommen alle 90 Tage und dann werden auch gleich wieder die Dividendenbeschlüsse des Aufsichtsrats gefasst, wo es dann heißt, für das nächste Quartal, für den nächsten Monat gibt es so und so viel Dividenden. Sie können also hier viel schneller auch reagieren, wenn die Geschäftsergebnisse schlecht sind, wenn die Dividenden gekürzt werden oder wenn sich abzeichnet, dass vielleicht demnächst eine Dividende gekürzt wird. Was kann man jetzt erwarten? Also erwarten können Sie aus dem Stand erstmal eine Aktie zu finden, die irgendwo zwischen 5 und 10% zahlt an Dividenden. Das ist überhaupt keine Seltenheit. Also so ein Klassiker wie AT&T beispielsweise zahlt im Augenblick über 5% und ist im Augenblick auch eine Aktie, die sich durchaus im kaufenswerten Bereich aufhält. Ja, nun würde ich sie jetzt wegen dieser Übernahmegeschichten von Time Warner vielleicht noch ein paar Tage zurückstellen mit dem Kauf. Aber das ist kein spekulatives Papier. Wenn Sie jetzt $1.000 investieren, dann kommen also bei 5 bis 10% Dividende per annum, kommen monatlich einfach mal $4 bis $8 an Bargeld herein. Und jährlich sind Sie dann $50 bis $100 vorne, einfach nur mit Ihrem Bargeld, was Sie haben. Das heißt, von 1.000 investierten Dollar haben Sie dann nach einem Jahr schon fast 10% wieder reinverdient. Ja, also zwischen 5 und 10%. Sie können im ersten Jahr ohne Neuinvestition oder neue Einzahlungen auf Ihr Konto durchaus 8% an Cash einnehmen und wenn Sie dann noch was sparen, dann können Sie also Ihr Konto ganz gezielt aufstocken. Wenn Sie jetzt bereit sind, noch ein bisschen was zu lernen, ja, beispielsweise sich mit Optionen zu befassen, dann können Sie das Ganze noch nach oben schrauben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will Ihnen hier einfach mal Zahlen zeigen aus meinem eigenen Depot. Ich habe angefangen im Juni 2013, da sehen Sie, da ist so ein ganz kleiner hellblauer Stöpsel da unten, wo man irgendwie mal die ersten 10 Euro Dividende bekommen hat. Und es wird dann tendenziell von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat immer mehr. Natürlich schwankt es auch von Monat zu Monat, weil die Aktien ja unterschiedliche Dividendenzyklen haben, die einen zahlen im Januar und in den Folgemonaten immer im Abstand von 3 Monaten, die anderen im Februar, die nächsten im März. Ja, also da hat man dann unterschiedliche Anzahlen von Aktien in den einzelnen Zyklen drin, deswegen schwankt das. Aber wichtig ist halt, dass man von einem Jahr aufs nächste so nach und nach in Gegenden kommt, wo ich sage, so für das Jahr 2016 bin ich jetzt so weit, dass ich konstant mit meinen monatlichen Dividendenzahlungen über dem Hartz-IV-Satz liege. Und Tendenz, wie man hier sieht, von Jahr zu Jahr immer wieder leicht steigend. Ja, hier nochmal die Zahlen, nicht weil ich jetzt angeben möchte damit, ja, sondern ganz einfach, damit es tatsächlich funktioniert. Man fängt irgendwann mal an und bei mir waren es auch nur 10 Euro, die ich im Juni 2013 bekommen habe und im Juni 2016 waren es dann eben schon 1.000 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht alles durch den Zinseszins gekommen, sondern eben auch, weil ich regelmäßig Geld auf mein Konto überweise. So wie andere ihre Rentenversicherung besparen, bespare ich mein Investmentkonto. Und dieses Geld wird dann reinvestiert. Ich habe meine private Rentenversicherung aufgelöst und den Batzen Geld, der da kam, habe ich auf dieses Konto gelegt. Ganz einfach, weil ich gesagt habe, die 2% Rendite, die mir das Versicherungsunternehmen noch versprochen hat, bis zum Jahre 2028, da kann ich das Geld also jetzt auch nehmen und kann es sofort anlegen und kriege sofort 3, 4, 5, 6% Tendenz stark steigend von Jahr zu Jahr. Ja, irgendwann werde ich auch mit den, werden die Einzahlungen nicht mehr so exorbitant zu Buche schlagen und dann bin ich an einem Punkt, wo eben auch ein
von Jahr zu Jahr vielleicht nur noch 10%iges Wachstum vom Oktober auf den nächsten Oktober oder vom September auf den nächsten September stattfinden wird. Das sind also dann nachher ganz zivile Zahlen. Ja, nicht, dass Sie denken, das geht jetzt hier von Jahr zu Jahr immer mit dreistelligen Wachstumsraten weiter. Das wird nicht passieren. Wichtig ist aber, dass man die unterste Zeile sich anschaut und sagt, 2013, gut, dass du mal angefangen hast. Wo bist du jetzt 2015 gewesen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass für 2016 der Wert von 2015 einfach überschritten wird. Schon ganz einfach deswegen, der Oktober ist noch nicht rum und wir können sehen, dass im Prinzip nur noch 1200 Euro fehlen und dann habe ich das 2015er Ergebnis erreicht. Ja, also da brauche ich jetzt überhaupt nicht drüber nachdenken. Da bin ich optimistisch, dass ich da mindestens 5, 6, 7% über dem Vorjahreswert wieder liegen werde. Vielleicht mal als Anregung für Sie. Denken Sie doch mal darüber nach, ob es möglich ist, nur mit Dividenden eine konstante 10%ige Dividendenrendite auf Ihr Originalinvestment zu erzielen. Also wenn Sie heute eine Aktie kaufen, die vielleicht 3 oder 4% Dividende abwirft, dann denkt man sich ja immer, das funktioniert nicht. Ja, wichtig ist aber, wie lange würde beispielsweise aus einem 3%er einen 10%er zu machen. Wie wichtig ist die Anfangsrendite dabei und wie wichtig ist es, dass ich ein Unternehmen finde, das seine Dividende Jahr für Jahr anhebt. Und das ist etwas, was viele überhaupt nicht auf dem Radar haben, dass es ja Dutzende, Hunderte von Unternehmen gibt, die jedes Jahr ihre Dividende um 6, 8, 10, 12% anheben. Wenn man sich das überlegt, wenn man so ein 10% Depot aufbauen möchte, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe also mal überlegt, man investiert heute 10.000 Dollar. Diese Dividendenrendite auf Kostenbasis nennt man Yield on Cost auf dem, in Amerika und man kann dazu einen Internetrechner finden. Den Link packe ich Ihnen auch in diese Präsentation mit rein. Und wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich finde eine Aktie, die 3,5% Dividende ausschüttet, aber diese Dividende nur sehr langsam anhebt, also nur 2,5% jedes Jahr gibt es dort Gehaltserhöhung. Das ist so das, was Sie in Deutschland wahrscheinlich auch bekommen. Ne? 2,5% Gehaltserhöhung von Jahr zu Jahr. Oder Sie nehmen das zweite und sagen 3,5% Dividende, 5% Gehaltserhöhung. Sie können das Ganze aber auch mit 5% Dividende spielen und dann eben das entsprechende Dividendenwachstum dazusetzen. Jetzt war für mich die Frage, nach wie vielen Jahren kriege ich auf mein 10.000 Dollar Investment 1.000 Dollar Rente im Jahr? Ja, also eine 10%ige Dividendenrendite. Nun, diesen Rechner hier im Internet, können Sie den finden. Da sehen Sie zwei Linien auf der rechten Seite. Die blaue Linie ist die Linie, die Ihnen sagt, wir haben 10.000 Dollar investiert, wir kriegen 3,5% Dividende und wir haben ein 2,5%iges Dividendenwachstum. Wir reinvestieren die Dividende aber nicht. Ja, sondern verfrühstücken Sie ganz einfach. Das heißt, Sie werden immer die gleiche Anzahl an Aktien haben und Ihr Einkommenszuwachs speist sich lediglich daraus, dass die Dividende stetig steigt. Die orangene Kurve reinvestiert die Dividenden. Da sagen Sie sich, okay, ich bin so jung, dass ich also von dieser Dividende gar nichts verfrühstücken muss. Außerdem ist es eh so wenig, dass es sich nicht lohnt, das zu verfrühstücken. Deswegen lege ich die Dividende wieder an. Und Sie sehen, mit 3,5% Dividende und 2,5% Dividendenwachstum dauert es 20 Jahre, bis Sie aus Ihrem 1.000 Dollar, 10.000 Dollar Investment tatsächlich jedes Jahr 1.000 Dollar Dividende rausholen. Und dann geht es sehr schnell. Wenn Sie dann einfach mal weiterschauen, in den nächsten paar Jahren kommen Sie sehr schnell auf 1.500 Dollar, dann sind Sie nämlich bei 15% Dividendenrendite. Und wie gesagt, Sie müssen dafür keine Aktie verkaufen, Sie müssen nicht traden, Sie müssen einfach nur kassieren. Ja, ein bisschen warten, vielleicht so 10, 20 Jahre und kassieren. Stressfreier kann man kein Geld verdienen. Es geht natürlich noch besser. Sollten
Aktie finden, die Ihnen 3,5% zahlt, aber auch noch die Dividende um 5% pro Jahr steigert. Und da gibt es auch einen ganzen Sack voll davon. Dann werden Sie feststellen, es dauert nur noch 14 Jahre, bis Sie bei 10% Dividendenrendite ankommen. Und sollten Sie dann noch 25 Jahre Zeit haben, dann sind Sie ganz schnell, schauen Sie am rechten Bildrand, bei knapp $2.700, die Sie dann nach 25 Jahren rauskriegen. Ja, das heißt, von 10.000 eingezahlten Dollars haben Sie dann nach 25 Jahren jedes Jahr ein Viertel Ihres Investments komplett zurück in Cash. Das muss man sich auch mal geben. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich finde eine Aktie, die 5% Dividende zahlt und Ihre Dividende um 2,5% steigert, dann sehen Sie, es dauert nur noch 11 Jahre, bis Sie bei 10% sind und nach 25 Jahren sind Sie dann bei 30%. Oder Sie machen es in 9 Jahren. Sie finden einen 5%er, der auch noch die Dividende um 5% gesteigert hat. Und dann sind Sie nach 9 Jahren an dem Punkt, wo aus Ihren 10.000 Dollar Ihnen jedes Jahr 1.000 Dollar zufließen. Und falls Sie dann noch ein bisschen Zeit haben und können warten, bis 25 Jahre rum sind, dann machen Sie jedes Jahr 54% an Dividendenrendite nur aus den 10.000 Euro. Das heißt faktisch, knapp 2 Jahre brauchen Sie und dann haben Sie immer wieder Ihr komplettes Investment raus. Ja? Dann sind Sie auch an einem Punkt, wo Sie sagen können, da kann ich mir auch die Dividenden nachher auszahlen lassen und schau einfach bloß, ich wechsle dann auf die blaue Linie, weil Sie dann vielleicht auch noch Rentner sind, ne? Und sagen, jetzt möchte ich nichts mehr sparen, sondern jetzt möchte ich das Geld auch mal genießen können. Kann also sich lohnen, tatsächlich 20, 25 Jahre so einer Strategie anzuhängen. Wenn Sie es noch ein bisschen heißer mögen, dann veroptionieren Sie Ihr Depot. Ich habe es vorhin angesprochen. Was ich beispielsweise mache, ist, wenn ich eine Aktie sehe, die ich kaufen möchte, die mir aber im Augenblick zu teuer ist. Ja, Sie wollen eine Coca-Cola haben, aber Sie sind nicht bereit, dafür mehr als $41 auszugeben. Dann können Sie darauf beispielsweise 41er Puts schreiben. Also Sie verkaufen Put-Optionen und die Put-Optionen, die Sie verkaufen, geben Ihnen sofort eine Prämie. Und für diese Prämie geben Sie dem Käufer des Puts das Recht, dass er Ihnen Coca-Cola-Aktien zu $41 liefert. Sie sind dann verpflichtet, die abzunehmen zu 41. Das machen viele, die Puts kaufen, eben genau aus dem Grunde, dass sie sagen, okay, wenn die Aktie mal auf 40 oder 39 fällt, dann will ich mich absichern. Es sind also Versicherungen und Sie sind im Prinzip die Allianz und verkaufen die Versicherung. Wenn man das geschickt und clever macht, dann hat man hier so eine Art Limit Order im Markt liegen. Man wird nur für das Warten im Gegensatz zu einer klassischen Kauf-Limit Order hier bezahlt. Nämlich, Sie können jeden Monat solche Optionen verkaufen. Bei mir ist heute gerade eine Coca-Cola-Put-Option zurückgekauft worden, hat mir ein 0,5% gebracht innerhalb von 4 Wochen und ich habe sofort eine neue Option verkauft, die mir wieder ein 0,5% bringen wird, hoffentlich in den nächsten 4 Wochen. Ja, und wenn Sie das also lange genug machen, dann können Sie aus solchen kleinen Beträgen richtig viel Geld zusammenarbeiten. Und zwar ohne, dass Sie jemals eine Aktie besessen haben von dem Unternehmen. Beispiel, ich habe das selber gemacht, das ist also, und ich mache es immer noch. Also wenn ich hier mir die Intel-Aktie anschaue, ich habe ein paar Intel-Aktien im Depot, also bitte Vorsicht, ich bin da voreingenommen. Wenn Sie also hingehen und sagen, ich verkaufe beispielsweise wöchentlich Aktien auf Intel mit einem 22er Strike, damals war die Aktie also noch entsprechend billiger, dann sehen Sie da oben, im Juni 2013 habe ich $10,93 bekommen. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber schauen Sie sich bitte die Haltedauer dieser Optionen an. Wir reden hier über eine Haltedauer teilweise von 5 Tagen, teilweise von 1 Monat. Das heißt, Sie haben auf den Strike von 22, wenn Sie $11 Prämie bekommen, ich runde jetzt mal, haben Sie hier 0,5% an Performance innerhalb von 1 Woche. Wenn Sie das 50 Mal im Jahr machen, können Sie sich ausrechnen, dass Sie auch hier 20-25% Jahresrendite machen können, ohne dass Sie je die Aktie besessen haben.
Ja, Sie nehmen also hier 0,3 bis 1% des Wertes der potenziellen Aktienposition ein. Sie müssten natürlich immer Ihre 2200, 2300 Dollar da liegen haben, um zu sagen, ich kaufe dann auch die Intel-Aktien zu dem Preis, ich muss sie dann auch bezahlen, wenn sie mir mal geliefert wird. Das ist also etwas, wo man sich erstens ein Cash-Polster schafft. Auch hier kommt ja wieder Cash rein, jede Woche. Ja, und man kann, in diesem Falle waren es über 1000 Dollar, die ich eingenommen habe, man kann also damit auch später mal eventuelle Kursrückgänge abfedern. Oder Sie können hingehen und können sagen, diese 1100 Dollar muss ich ja eigentlich von meinem Kaufpreis für die Aktie noch abziehen. Ja, wenn Sie also dann hingehen und sagen, wie viel habe ich denn reell für die Aktie bezahlt, dann müssen Sie diese Prämieneinnahmen oder können Sie diese Prämieneinnahmen gegenrechnen und können sagen, okay, ich kaufe die Aktie für 30, ich habe 1000 Dollar Prämie eingenommen, das heißt, mein Break-Even ist bei 20. Das heißt, solange wie die Aktie über 20 ist, bin ich mit meiner Position immer im Gewinn. Ja, das ist etwas, wo ich sage, das kann man machen. Ich mache das sehr gerne und das ist für mich eine der lukrativsten Möglichkeiten, auch darauf zu warten, dass bestimmte Aktien mal in die Gegend kommen, wo ich sie denn dann auch für fair bewertet halte und wo ich sie kaufen möchte. Das ist nicht ganz trivial, das muss man dazu sagen. Optionen zu schreiben erfordert erstens ein Margin-Konto und damit eine gewisse Mindestkontogröße. Das wird also mit einem 2000-Euro-Konto nicht gehen. Aber wenn Sie da einfach nur eine Null hinten dran machen, dann kommt tatsächlich schon die Möglichkeit auf, dass Sie sagen, okay, ich will mit dem Optionen-Schreiben dann auch ein kleines Nebeneinkommen generieren und Sie haben ja vorher eine Aktienanalyse gemacht, von wo Sie sagen, ich will das Papier ja ohnehin haben. Ja, deswegen verkaufe ich ja diese Puts. Es geht nicht darum, hier mit Optionen zu spekulieren, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, mir gefällt eine Apple-Aktie und ich will die sowieso haben, aber ich will sie eben nur für 80 oder 90 Dollar kaufen und nicht für 115. Und deswegen verkaufe ich 80er oder 90er Puts und zwar so lange, bis die Aktie da runterkommt. Und wenn sie es nicht tut, dann werde ich irgendwann eine neue Analyse machen und sagen, vielleicht gehe ich dann mit meinen Strikes auf 95 oder auf 100. Ja, zum Beispiel, wenn die Aktie ihre Dividende anhebt, dann können Sie ja Ihre Strikes auch ein Stückchen hochsetzen. Sie müssen am Anfang sehr fleißig sein. Ja? Sie werden am Anfang eben auch nur 10 Euro verdienen. Da macht manch einer ja nicht mal den Computer für an. Ja? Wenn ich jetzt nicht gleich sage, als erstes gibt es den Hauptgewinn, den Sechser im Lotto, sondern es gibt nur 10 Dollar, dann schalten vielleicht der eine oder die andere auch schon ab. Sie müssen Englisch lernen, klar, weil Sie viele Sachen nur auf Englisch im Internet bekommen. Sie müssen auf Dividenden aufpassen, ob die gekürzt werden, ob sie gestrichen werden. Sie müssen Geschäftsberichte lesen können und wollen. Sie müssen bei den Optionen aufpassen, dass Sie sich hier auch wirklich fundiertes Wissen aneignen. Es gibt ja auch bei CapTrader Webinare mit Jens Rabe, das ist auch der Mann, von dem ich es beispielsweise gelernt habe, aus meiner Sicht in Deutschland hier der Optionspapst, aber es gibt auch andere, die da durchaus interessante Sachen veranstalten. Sie müssen in der Regel auf amerikanische Broker zurückgreifen. In Deutschland ist es recht schwierig. Auch CapTrader bedient sich ja einer amerikanischen Plattform, um diese Optionsgeschäfte hier abwickeln zu können. Und Sie werden natürlich nicht mit der Apple-Aktie anfangen, die 100 Dollar kostet, sondern Sie werden vielleicht mit Aktien anfangen, die nur 20 oder 30 Dollar kosten. Ganz einfach, weil Sie ja immer rechnen müssen, so eine Option bezieht sich eben auf 100 Aktien. Und wenn man nur 10.000 Dollar auf dem Konto hat und damit einen Apple-Put schreiben möchte mit einem Strike 90, dann muss man 9.000 Dollar vorhalten, um die Aktie irgendwann auch zu übernehmen. Und dann hätten Sie 90% Ihres Eigenkapitals in Apple investiert. Das kann gut gehen, ist aber nicht unbedingt das Beste, was man an Diversifizierung für sein Konto tun kann. Ja, was für mich zählt, und da will ich Ihnen jetzt nochmal so ganz kurz zum Schluss
die Kernpunkte zusammenfassen und Ihnen vielleicht noch ein paar Denkanstöße geben, bevor wir dann zu den Fragen und Antworten kommen. Was für mich zählt, ist also nicht die Kontokurve, sondern was kommt im Monat, im Quartal an Geld dabei rum. Und deswegen habe ich Ihnen hier einfach mal die Zahlen aufgemalt, was in meinem Konto so an Geld seit 2014 eingegangen ist. Ja, da sieht man natürlich auch rote Quartale, wie zum Beispiel das vierte 2014. Das sind also hier Quartalsbalken. Da habe ich richtig Lehrgeld bezahlt, indem ich falsch gelegen habe mit Öl. Ja, oder auch im Juli 2015 hat es mich ein bisschen zerlegt. Aber im Großen und Ganzen sehen Sie oben die Zahl. Also das Geld, was reingekommen ist, das wird permanent immer, immer mehr. Und das ist im Prinzip das, was zählt. Das ist nur Cash. Das ist also kein Kursgewinn, sondern das ist Geld, echtes Geld. Damit könnte ich beim Bäcker meine Brötchen bezahlen. Allerdings esse ich nicht so viele Brötchen, dass ich dafür das ganze Geld ausgebe. Was Aktiendepot wie dieses Haus. Ja, wenn Sie also so ein Haus haben, Sie haben es bezahlt, Sie haben es vielleicht geerbt, es ist schuldenfrei, Sie haben die 12 Wohnungen vermietet, dann ist doch die Frage, interessiert es Sie tatsächlich, jeden Tag in der Zeitung oder im Internet auf Immobilien-Scout24 nachzugucken, was dieses Haus wert ist? Das ist doch völlig nebensächlich. Wichtig ist doch, dass man hingeht und sagt, ich habe da 12 Mieter in diesem Haus und jeder dieser Mieter muss pünktlich zum Monatsersten seine Miete überweisen. Wenn das Haus bezahlt ist und ansonsten nichts passiert, dann kann es Ihnen völlig egal sein, ob der Immobilienmarkt gerade boomt und Ihnen jemand 2 Millionen für das Haus anbietet, wenn Sie es ihm verkaufen, oder wenn der Immobilienmarkt nicht boomt und Ihr Haus ist immer noch 1 Million wert. Das ist völlig egal, solange wie Sie es nicht verkaufen wollen oder müssen. Sie kassieren die Miete und mit dieser Miete können Sie leben und Sie können diese Miete sogar regelmäßig erhöhen. Und die Unternehmen, die ich hier mal mit den Aktienkürzeln dargestellt habe, das sind eben solche Unternehmen, die erstklassig und dafür bekannt sind, dass sie viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte ihre Renditen, ihre Dividenden jedes Jahr im hohen einstelligen oder auch im zweistelligen Bereich erhöht haben. Und da ist jetzt schon die Frage, wer von uns bekommt denn in seinem Angestelltenjob jedes Jahr eine 10-prozentige Gehaltserhöhung? Ja, das ist schwierig. Das passiert manchmal, aber es passiert nicht 20 Jahre in Folge. Und das ist etwas, wo ich Sie einfach für sensibilisieren will, wie ich mein Aktiendepot sehe. Also nicht diese täglichen Schwankungen, dieses Auf und Ab, sondern eben wie ein vermietetes Mehrfamilienhaus, das mir jeden Monatsersten eine bestimmte Miete überweist. Dabei kann unglaubliche Dinge passieren. Ich habe hier mal eins meiner Lieblingstools aus dem Internet, das ist also eine Software, die mir sagt, was ein Unternehmen, wie ein Unternehmen bewertet ist. Das heißt FastGraphs, und FastGraphs steht für Fundamental Analysis Software Tool. Das müssen Sie nicht kaufen. Dieses Tool habe ich mir zugelegt, weil ich auch ein fauler Mensch bin und mir gesagt habe, okay, ich will ja jetzt nicht die ganzen Kennzahlen händisch ausrechnen. Sie sehen hier eine orangene Linie und diese orangene Linie, das ist der innere Wert des Unternehmens. Das ist die faire Bewertung und zwar hier in diesem Falle der 15-fache Gewinn pro Aktie bei der Aktie von Johnson & Johnson. Sie sehen eine blaue Linie und diese blaue Linie ist das durchschnittliche KGV, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man sagt ja gemeinhin, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 wäre der Durchschnitt, aber wir sehen hier für eine Aktie wie Johnson & Johnson, weil es eben ein exzellentes Unternehmen ist, da wurde in den letzten 20 Jahren durchschnittlich das 20,2-fache KGV gehandelt. Und jetzt sehen wir hier so eine schwarze Linie. Das ist also der Linienchart, wo sich die Aktie bewegt und wir sehen hier Phasen wie hier, da bewegt sich der Aktienkurs unter dem fairen Wert und wir sehen Phasen wie ganz am linken Rand, da bewegt sich der Aktienkurs über dem fairen Wert. Das linke wäre eine überbewertete Aktie, das wäre eine unterbewertete Aktie. Die weiße Linie hier unten, das sind die Dividenden, wie sie Jahr für Jahr ausgeschüttet werden. Das hellgrüne, das sind die ausgeschütteten Dividenden. Wenn man sie nicht ausgeschüttet hätte, würde sich dort die orangene Linie lang bewegen. Man muss ja immer sagen, dass aus dem Unternehmenswert die Dividende entnommen wird. Ja, und Sie sehen dann beispielsweise hier unten noch, Sie sehen dann hier unten noch die Dividenden,
Summen. Also es fängt hier an links bei 42 Cent pro Jahr und wir sind heute bei 3,15 Dollar pro Jahr, 20 Jahre später. Das ist schon ganz ordentlich. Jetzt guckt man sich ja häufig nur an, was bringt die Aktie? Heute bringt sie mir 2,7% Dividende. Und da sagen dann viele auch, na das kann ich ja auch an einem Nachmittag im Daytrading machen. Okay, schauen wir uns das mal an. Hätten Sie mit der Aktie vor 20 Jahren, also 1996, 10.000 Dollar investiert, dann hätten Sie damals 42 Cent Dividende bekommen, 1997. Und Sie wären bis heute, das ist also Stand Ende 2015, bei 2,95 Dollar an Dividenden. Die durchschnittliche Dividendenwachstumsrate sehen Sie in der zweiten Spalte, die hier grün hinterlegt ist. Und hier unten sehen Sie die durchschnittliche jährliche Dividendensteigerungsrate. Und zwar einmal wirklich als Durchschnittswert und einmal als abgezinste jährliche Wachstumsrate. Die liegt also bei 11,6%. Dieses CAGR steht für Compound Average Growth Rate, also abgezinste durchschnittliche Wachstumsrate. Das ist Ihre durchschnittliche Gehaltserhöhung pro Jahr. Und wenn Sie jetzt auf die rechte Seite schauen, dann sehen Sie hier oben, dass Ihre Position 47.260 Dollar wert wäre. Nur das, was Sie am Anfang an Aktien hatten, nämlich diese 407, da Sie aber hier die Dividenden reinvestiert haben, hätten Sie heute 630 Aktien und Sie hätten 2015 auf Ihr Originalinvestment 1.814 Dollar bekommen, beziehungsweise 18,1% an Jahresrendite, ohne dass Sie einen Finger dafür krumm machen müssen. Und wenn Sie diese Dividenden wieder angelegt hätten, die Aktien dazu zählen, die Sie jetzt neu haben, dann hätten Sie hier unten heute eine Position von 74.000 Dollar und eine jährliche Performance von 10,6% und das über einen Zeitraum von 20 Jahren im Durchschnitt. Das heißt, wir reden hier nicht von Kursgewinnen, sondern wir reden hier von Geld, ja, also richtiges Geld. Und da werden dann 2,7% Dividende auch schon wieder interessant. Ja, das ist so die Mutter aller Dividendenaktien, sage ich mal. Daran kann man sehr schön zeigen, was passiert, wenn man einfach lange seine Dividenden reinvestieren kann. Dann werden aus 2% auch schon mal 18%. Ja, und das ist etwas, was Sie eben so schnell nicht hinkriegen, auch nicht als Trader und vor allem auch dann nicht, wenn Sie sich überlegen, diese Summe wird ja mit jedem Jahr, wo Sie das Geld nicht anfassen und es reinvestieren, wird die ja immer schneller, immer größer. Gucken wir uns mal eine andere an. Ja? Einer meiner Lieblingsaktien ist Digital Realty Trust. Das ist ein Immobilientrust, der nichts anderes macht als Serverfarmen vermieten. Da wären also zum Beispiel die ganzen Computerserver, ich sag mal nicht von Amazon, die haben wahrscheinlich einen Großteil eigene, aber denken Sie mal an Zalando, denken Sie an die ganzen Banken, denken Sie an irgendwelche Online-Shops, die ganzen Daten müssen ja irgendwo gespeichert werden und die kann man nicht einfach auf eine Festplatte in den Keller legen, sondern dafür gibt es Serverfarmen. Dieses Unternehmen, wie wir hier sehen, die schwarze Linie verläuft im dunkelgrünen Bereich, das ist also günstig bewertet, unterhalb der orangenen Linie, aber oberhalb des durchschnittlichen KGVs. Diese Aktie hat nun erst seit 2004 eine Dividende, die wir hier sehen, und eben nicht diese 30 Jahre Geschichte, wie sie Johnson & Johnson hat. Zahlt im Augenblick 3,7% Dividende. Ja, und da denkt man sich, okay, ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, aber das Besondere ist hier, die Dividendenwachstumsrate liegt hier bei 32%. Ich nehme also auch immer deswegen diese CAGR, weil da solche Ausreißer wie hier im Jahre 2005, so eine Dividendensteigerung um 525%, die hauen hier natürlich nicht so stark rein, wie, als wenn man nur den Durchschnitt berechnen würde. Bei dieser Aktie hätten Sie heute aus 10.000 Dollar, die Sie 2004 investiert hätten, da hätten Sie heute 70.000 Dollar gemacht, plus das, was Ihnen hier an neuen Aktien durch Reinvestition dazugekommen ist. Da wären Sie heute bei 114.000 Dollar, hätten pro Jahr 23% verdient und würden heute knapp 40% nur an Dividenden pro Jahr kassieren. Hier reden wir nicht mehr über 30 Jahre oder 20 Jahre Historie, sondern hier reden wir über einen Zeitraum von 2004. Ja,
aus ihren 10.000 Dollar wären heute ganz nebenbei 114.000 geworden, plus sie würden jedes Jahr nochmal 4.000 kassieren. Und die Dividende ist auch dieses Jahr bei DLR schon wieder angehoben worden. Ich glaube, die sind jetzt bei 90 oder 92 Cent, die sie jetzt zahlen pro Quartal. Man kann auch andere Titel nehmen, ja. Nehmen wir mal Qualcomm, ja, wo man sich einfach überlegt, da hat sich der Chart vielleicht nicht sonderlich aufregend bewegt und die Dividende mit 3,2% scheint auch nicht so wahnsinnig bahnbrechend zu sein. Die zahlen ja auch erst seit 2003 Dividende. Aber die Aktie ist unterbewertet. Sie hat ein KGV von 15. Normal wäre sie mit einem KGV von 30 bewertet und der faire Wert des Unternehmens liegt hier irgendwo zwischen 100 und 150 Dollar. Ja, das ist also das, was die Aktie kosten könnte. Sie kostet 65 Dollar. Jetzt sagt man sich, okay, was soll ich mit 3,2% Dividende? Schauen wir uns an, das Unternehmen, hätten Sie es vor der Dotcom-Blase entdeckt und hätten es gehalten, dann wären aus ihren 10.000 Dollar heute 306.000 Dollar geworden. Sie hätten also ihre ganzen Aktien immer wieder neu dazugekauft, also die Dividenden seit 2003 reinvestiert. Damals ging es also los hier mit lächerlichen 9 Cent. Heute sind wir bei 1,80 im Jahr. Ja, und Sie wissen ja selber, wenn Sie ein Smartphone haben, da ist mindestens ein Chip von Qualcomm drin. Ja, mindestens einer, wenn nicht sogar noch mehrere. Und Sie würden heute auf diese Aktie 68,9%, das ist das laufende Jahr, also das abgeschlossene Jahr 2015 hat Ihnen 80% Dividendenrendite auf Kostenbasis gebracht. Sie hätten heute ein Depot von 300.000 nur mit dieser einen Aktie, wenn Sie damals 10.000 Dollar investiert hätten. Das ist eine insofern interessantes Beispiel, weil man natürlich sagen kann, okay, es sind ja auch ganz viele Unternehmen während der Dotcom-Blase pleite gegangen. Ja, und wenn man jetzt 10 Unternehmen genommen hätte und hätte in 10 Unternehmen 10.000 Dollar investiert, 9 davon gehen pleite, dann hätten sie dort einen Totalausfall gehabt, dann wären von ihren 100.000 Dollar 90.000 Dollar einfach weg. Ja, da haben sie aber nichts gemacht, da haben sie einfach auch nicht verkauft, bevor die Aktie auf Null fällt, sondern sie haben einfach nicht hingeguckt, haben 10 Jahre geschlafen und die Unternehmen gab es dann nicht mehr. Und jetzt haben sie ein Unternehmen dabei gehabt wie Qualcomm und diese eine Aktie hat sich von 10.000 Dollar eben auf 300.000 Dollar entwickelt. Da stecken sie auch die 9 Totalverluste ganz locker weg, wenn sie einfach die Zeit sich nehmen und darauf warten, dass ihre Aktie anfängt, eine Dividende zu zahlen und dass sie diese Dividende dann nachher auch reinvestieren, solange wie sie sie nicht zum Leben brauchen. 29% Gehaltserhöhung im Durchschnitt der letzten 12 Jahre. Bitte, wer von Ihnen hat das 12 Jahre in Folge? Ja. Und die nächste Frage, wie viele solche Aktien muss man denn finden bis zu seinem Rentnerdasein? So viele sind das nicht, ja. Dann brauchen Sie vielleicht 1 oder 2 oder 3. Und dann sind Sie durch mit der Nummer. Dann können Sie sich also einen gemütlichen Lebensabend machen, wo immer Sie wollen. Apple hat gestern Zahlen rausgebracht. Apple zahlt erst seit 2012 wieder Dividende. Da nehmen wir jetzt mal eine Aktie, die wirklich nur ganz, ganz kurz angefangen hat, Dividende zu zahlen und auch nur 1,9% zahlt, 2,18 Dollar im Jahr. Bei einem Aktienkurs von heute ungefähr 115 Dollar ist das nicht wahnsinnig viel. Das sind weniger als 2%. Ja. Da denkt man sich auch, mein Gott, lohnt sich denn das? Was Sie hier sehen ist, die Aktie ist nicht zu teuer. Sie ist unter ihrem fairen Wert und unter ihrem Durchschnitts-KGV. Aber jetzt halten Sie sich fest. In den letzten Jahren, wenn Sie einfach diese Aktie mit dem Amtsantritt von Steve Jobs wieder gekauft hätten und Sie hätten sie heute noch, ja, auch das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ich muss gar nicht die ganze Technologiebranche kaufen, sondern ich muss nur 10 Wetten abschließen und davon muss eine richtig gut aufgehen. Dann hätten Sie aus 10.000 Dollar heute 1,6 Millionen gemacht und Sie würden heute auf Ihr 10.000 Dollar Investment im Jahre 2015 265% Dividende bekommen. Also 26.500 Dollar. Ja, nur ganz alleine aus den 10.000 Dollar, die Sie irgendwann mal, weil Sie an Apple geglaubt haben, weil Sie vielleicht ein Apple-Jünger sind, investiert haben. Also so etwas kann Ihnen passieren.
Ja, sie müssen einfach nur sich von dem Gedanken verabschieden, und das müssen wir alle, also muss ich mich auch immer wieder zu zwingen, dass man hingeht und sagt, ich kann irgendwas voraussehen, was macht ein Unternehmen in den nächsten 10 Jahren, und man darf sich auch nicht davon leiten lassen, dass man sagt, 1,9% Dividende sind jetzt nicht interessant. Natürlich, wenn ich das nur heute sehe und morgen auf mein Konto gucke, dann ist es nicht interessant. Aber hier haben wir 3 Jahre lang Dividendensteigerungen im Durchschnitt von 73%. Nun weiß ich auch, dass es statistisch wenig aussagekräftig ist, eine 3-Jahres-Rate als Durchschnitt zu berechnen. Dann kommt man auf solche mordsmäßigen Zahlen. Aber selbst wenn das jetzt in dem Tempo nicht weitergeht, ja, und selbst wenn da nur 20% stünde, wer von uns hat denn das im echten Leben jedes Jahr als Gehaltserhöhung? Das, meine Damen und Herren, das ist der Charme von Investieren in richtig gute Dividendenwachstumstitel. Also, es gibt im Amerikanischen diesen Begriff DGI, DGI, das steht für Dividend Growth Investment, also Investieren in Dividendenwachstum. Und das ist im Prinzip das, was ich Ihnen heute hier erzählt habe. Also, aus meiner Sicht, der entspannteste Weg, dass man wirklich in 5, in 10 oder in 15 oder in 20 Jahren ein ruhiges und entspanntes Leben in der Hängematte führen kann, wenn man das möchte, aber ich bin mir sicher, wenn Sie einmal Gefallen gefunden haben an der ganzen Aktion, dann lassen Sie davon auch die Finger nicht mehr, sondern dann werden Sie richtig Feuer fangen, werden jeden Pfennig zusammenkratzen, den Sie kriegen können, und in diese Sache einsteigen. Es ist viel entspannter, als 80% durch Trading zu verdienen. Glauben Sie es mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich mache das jetzt auch schon 13 Jahre. Wichtig ist, dass Sie sagen, ich will erstens Geld verdienen. Das kann man eben auch in seinem ganz normalen bürgerlichen Job machen. Dass man davon etwas übrig behält, das nennt man Sparen. Sparen ist nicht, dass man sich etwas kauft, was man nicht leisten kann, sich nicht leisten kann und darauf dann einen Discount bekommt. Sparen ist Geld übrig behalten. Ja, das ist leider heute auch im Sprachgebrauch unserer Massenmedien völlig ins Gegenteil verkehrt worden. Investieren Sie das Geld, was Sie übrig haben, und zwar in Produktivkapital. Da sind Sie bei Aktienunternehmen, bei Aktiengesellschaften. Dann kommt der Punkt, wo Sie irgendwann sagen, okay, es reicht mir. Sie müssen für sich einen Plan machen und sagen, das ist genug. Ja, und wenn Sie genug erreicht haben, sind Sie am Punkt 4, dann genießen Sie Ihr Geld. Und dann kommt der schönste Teil, Sie können Ihren Erfolg teilen mit anderen, indem Sie beispielsweise Ihre Kinder oder Enkel irgendwie finanziell unterstützen oder die Caritas oder Bill und Melinda Gates was spenden, was auch immer Ihnen da in den Kopf kommt. Das Schöne am Geld ist, wenn man selbst damit keine Sorgen hat, kann man auch anderen viele Sorgen damit abnehmen. Das ist ja das, was zum Beispiel solche Menschen wie Warren Buffett oder auch die ganz vielen anderen Philanthropen in Amerika eben tatsächlich tun. Sie teilen ihren Erfolg, und zwar mit vollem Herzen und mit Leidenschaft. Ja, lassen wir nochmal die drei großen Herren hier zu Wort kommen. Links, das ist Charlie Munger, das ist also der ich glaube, mittlerweile ist er ist Jahrgang 1924, 1.1.24. Er ist also noch 6 Jahre älter als Warren Buffett. Das heißt, der Mann ist 92, hat nur ein Auge, das andere ist ein Glasauge. In der Mitte sehen Sie Bill Gates und rechts sehen Sie Warren Buffett. Muss man, glaube ich, nicht vorstellen, was da auf der Bank sitzt oder auf diesen Stühlen sitzt. Das sind die drei reichsten Menschen der Welt. Da sitzen also 200 Milliarden, die hier auch guten Zwecken zugutekommen. Und wenn die mir sagen, nimm dir einfach Zeit, dann glaube ich das, weil die haben das vorgemacht. Ja. Lassen wir uns mal auf Fragen und Antworten ein. Sie kriegen von mir natürlich noch die Webseiten, die interessant sind. Also hier nochmal das, was ich angesprochen habe. Und Sie kriegen auch noch ein bisschen Literatur, wenn Sie das wollen. Dann lesen Sie einfach nach. Bilden Sie sich bitte eine eigene Meinung. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier an Fragen noch haben. Ich sehe hier, ist doch einiges eingegangen. Wollen wir mal schauen, ich versuche mal von oben nach unten mich durchzuarbeiten hier. So, was ist mit Depotgebühren, Steuern und Steuern von der Dividende? Ja, da kommen wir leider nicht drum rum. Ne? Also egal wo und wie Sie das machen, Steuern sind häufig ein Argument, wo man sagt, da fange ich gar nicht mit an.
Aber Steuern bezahlen Sie als Angestellter viel mehr, als wenn Sie Dividenden haben. Und ich sag mal so, wenn Sie das als Vorwand nehmen, um nichts zu machen, dann sind Sie voll in dieser staatlichen Doktrin drin, die da lautet, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Ja, also das ist ja das, was Staat und Banken miteinander abgemacht haben. Es gibt keine Wirtschaft, die irgendwo gelehrt wird. Das gibt es in keinem Lehrplan, an keiner allgemeinbildenden Schule in Deutschland. Ich nehme an, in Österreich auch nicht. Und es gibt auch unter den Banken überhaupt keine ernsthaften Bemühungen, dafür zu sorgen, dass wir zu Wohlstand kommen. Also wir sollen gefälligst unsere Steuern zahlen. Ja, ich sag mal, wenn Sie nachher die erste Million zusammen haben und Sie haben das Gefühl, dass Sie zu viel Steuern zahlen, dann werden Sie dieses Problem lösen. Ja? Im Augenblick muss man darüber nicht nachdenken, man muss erstmal anfangen damit. Die meisten Leute, die sich über Steuern aufregen, haben auf Aktien noch nie Steuern bezahlt. Was sagen Sie zu diesen ständigen Mammut-Crash-Katastrophenszenarien und Warnungen? Gar nichts. Ist ganz einfach. Stellen Sie sich eine Katastrophe vor, was auch immer, ein Erdbeben in Tokio, einen Finanzcrash, und dann stellen Sie sich die Frage, ganz materiell betrachtet, wird deswegen irgendwie eine Pampers-Windel weniger verbraucht, eine Coca-Cola-Flasche weniger entkorkt, wird eine Marlboro-Zigarette weniger geraucht, nur weil der Aktienmarkt um 1000 Punkte abstürzt? Ich bin mir sicher, die Raucher werden weiter rauchen, egal wo die Altria-Aktie steht. Die Coke-Trinker werden weiter Coke trinken. Die iPhone-Käufer werden weiter iPhones kaufen, egal wo der Apple-Kurs, der Altria-Kurs oder der Coca-Cola-Kurs steht. Die meisten Produkte, die man kauft, kauft man ja nicht, weil die Aktie hoch oder niedrig steht, sondern man hat Produkte, die relativ billig sind, die man aber permanent neu kaufen muss und die deswegen einen permanenten Cashflow für das Unternehmen erzeugen. Ja, und das sind eben solche Produkte wie beispielsweise die Haushaltschemie, Kosmetik, Posties, die Sie bei M&M kaufen, Hamburger, die Sie bei McDonald's essen dürfen oder Zigaretten, die Sie von Altria kaufen. Deswegen sind mir solche Szenarien am liebsten. Ich hoffe immer, dass ein schöner Crash kommt, weil dann kann ich gute Aktien günstig nachkaufen. Das ist meine Einstellung zum Crash. Die meisten Aktien zahlen doch quartalsweise, nicht monatlich. Das ist so, ja, habe ich auch nie bestritten. Aber natürlich sollte man auch darauf hinweisen, dass es auch monatliche Zahler gibt. Haben Sie Reinvestmentstrategien auch mit eigens privat angesparten? Selbstverständlich, ja. Also ich reinvestiere regelmäßig. Wenn ich wieder $500 zusammen habe, dann werden die reinvestiert. Dann kaufe ich also damit neue Aktien. Das muss nicht immer die Aktie sein, mit der ich die $500 verdient habe, weil das ist ja ein Riesentopf. Ich will Ihnen das einfach mal zeigen, nur damit Sie es mir auch, damit Sie es auch sehen. Ja, hier haben Sie also meinen Dividendenkalender und Sie sehen, da gibt es also einmal monatliche Zahler und da gibt es natürlich dann hier unten auch Zahler, die zahlen in jedem Quartal. Und das sind alles keine Riesensummen. Ja, aber alles, was hier grün ist, das sind immer Erhöhungen von Dividenden. Alles, was rot ist, sind solche, die ihre Dividende gekürzt haben und da werden auch mal welche gestrichen und dann werden diese Unternehmen verkauft. Ja, ganz einfach. Und dann gibt es aber hier unten eine Summe und diese Summe, die ist eben so, dass ich sage, hier kommen jetzt jeden Monat, das sehen Sie hier, das ist natürlich umgerechnet in Euro, obwohl die Dividenden mir in Dollar gutgeschrieben werden, deswegen schwankt das auch hier ein bisschen stärker, aber diese Dollars, wenn die reinkommen, ich sag mal im Schnitt 500 im Monat, lege ich dann auch umgehend wieder an. Eines von meinen über 30 Unternehmen ist immer gerade billig, wo ich sage, da lege ich jetzt nochmal nach. Ja, und andere werden dann eben nach und nach auch abgestoßen. Also ich reinvestiere hier regelmäßig. Ich praktiziere das, was ich hier Ihnen erzähle. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, wie das in 30 Jahren mal ausgeht. Vielleicht bewerfen Sie mich ja dann mit Steinen. Beziehen sich die Zahlen rein auf die Dividenden oder sind auch Optionsprämien darin enthalten? Also was Sie eben gesehen haben, sind nur die Dividenden und was ich vorhin gesagt habe, an diesen 5-10% per annum, das sind nur Dividenden. Da habe ich also Optionsprämien noch gar nicht mit drin.
Optionen können in den Verlust laufen. Natürlich, ja, natürlich kann eine Option auch in den Verlust laufen, aber ich muss doch überlegen, warum habe ich sie denn verkauft? Ich habe sie deswegen verkauft, damit ich eine Aktie zu einem günstigen Preis übernehme. Das heißt, wenn ich sehe, die Coca-Cola steht bei 42,50 und ich verkaufe einen 41er Put. Sobald die Coca-Cola-Aktie auf 41,50 fällt, ist meine Option tief im Verlust. Aber sie ist noch nicht im Geld. Ja, also auch den Verlust muss ich halt aussitzen können und sie wird trotzdem wertlos verfallen. Sollte allerdings die Aktie auf $40,50 fallen zum Verfallstag, dann sage ich, Yippie, gib mir die 100 Coca-Cola für 41 und ich nehme sie dann, ich zahle die 41, weil ich habe ja darauf auch gewartet und ich habe ja deswegen auch vorher eine Prämie kassiert, damit ich zu diesem Preis auch wirklich in den Markt reinkomme und zu keinem anderen. Wie funktioniert die Stillhalterstrategie konkret? Ja, wie lange haben wir denn Zeit? Also das ist eine Sache, die kann man tatsächlich jetzt nicht in 5 Minuten abhandeln, aber wenn Sie einfach mal auch auf meinen YouTube-Kanal gehen, da können Sie sich solche Sachen auch kostenlos angucken. Ansonsten gucken Sie immer wieder mal auch auf meiner Webseite vorbei. Ich kann das jetzt in 30 Sekunden nicht erklären. Ja. Eine Stillhalterstrategie funktioniert ganz konkret so, dass Sie hingehen und sagen, ich will eine Aktie kaufen zum Preis X und wenn die da nicht ist, dann verkaufe ich dort Puts an diesem Strike und zwar so lange, bis ich die Aktie kriege. Das ist alles. Wie kann ich kleine Dividenden reinvestieren? Indem Sie ganz einfach warten, bis Sie genügend Geld zusammen haben. Ja, ich sag mal, bei CapTrader können Sie hingehen, ich glaube, Sie zahlen, wenn Sie 100 Aktien kaufen, $1. Ja, wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich möchte nur 30 Aktien kaufen, zahlen Sie auch $1. Das ist, glaube ich, die Mindestgebühr. Aber dieses Totschlagargument der Banken, dass es sich eben nicht lohnt, kleine Positionen aufzumachen im Zeitalter von CapTrader, Interactive Brokers, wie sie alle heißen, da brauchen Sie nicht mehr $10 für eine Order zu bezahlen. Alles, was $200-$300 sind und Sie kaufen dafür Aktien. Ich habe 14 Coca-Cola-Aktien gekauft für $600. Warum? Weil ich mein Depot streuen will. Ich habe 10 AT&T-Aktien gekauft, ja, für, ich glaube, auch um die $400, weil ich eben nicht alle Eier in einen Korb legen wollte. Mit der Zeit wird man diese Position natürlich aufstocken, aber erstmal will man einen Fuß in der Tür haben. Vielen Dank, dass Sie so viele wertvolle Informationen teilen. Herzlich gerne. Danke für die Präsentation. Deutsche Titel mit guter Dividende, sind die nicht auch interessant? Sicherlich, ich will das gar nicht abstreiten, aber es gibt eben einige Dinge, die dagegen sprechen. Und da wäre eben erstens dieser jährliche Dividendenzahlungsrhythmus. Da wäre zweitens die absolut fehlende Kultur, was Dividenden und Aktieninvestments in Deutschland angeht. Sie müssen ja immer damit rechnen, dass Ihnen die Politik sofort in die Suppe spuckt, wenn die merken, es kommt bei Ihnen zu viel Geld an. Ja, dann wird die Abgeltungssteuer hochgesetzt oder was auch immer. Oder wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, wie einer RWE oder einer Deutschen Bank, die sind ja von der Politik kaputt gemacht worden, diese Firmen. Ja, dann wird eben als erstes der Aktionär geschröpft und ihm die Dividende geklaut. Und das ist etwas, was ich in Amerika nicht habe. Ich habe in Amerika Unternehmen, ich will Ihnen das einfach auch mal zeigen, ja, diese Tabelle, diese Dividenden-Champions, wenn Sie hier in die Champions reingucken, ja, und Sie nehmen alleine hier ABM Industries, hat 49 Jahre in Folge die Dividende gesteigert, 47 Jahre bei Altria, das Wasserwerk American States Water, 61 Jahre hintereinander Dividendensteigerungen, jedes Jahr. Sowas finden Sie in Deutschland nicht. Ja, also wenn es darum geht zu sagen, wie viele Jahre hintereinander kriege ich denn immer eine Gehaltserhöhung, Sie finden in Deutschland kein Unternehmen, was 25 Jahre lang die Dividenden in Folge jährlich gesteigert hat. Das gibt es nicht. Ich glaube, das, was am längsten im Augenblick gesteigert hat, ist Fresenius und die sind, glaube ich, bei 20 oder 22 Jahre und selbst solche Tanker wie die Münchner Rück, die haben eben auch Jahre, wo sie ihre Dividende nicht gesteigert haben und das ist etwas, was in Amerika völlig undenkbar ist. Wer 25 Jahre lang gearbeitet hat, um diese Liste reinzukommen, der tut alles, damit er dort nicht wieder rausfliegt, weil er muss dann wieder bei Null anfangen, damit er zum Dividenden-Champion wird und das dauert dann in der Regel wieder 25 Jahre.
Ja, und wie viele Investmentfonds und Pensionskassen da dran hängen, das ist in Deutschland einfach unvorstellbar. Müsste man das komplett selbstständig machen oder bieten Sie das auch als Investitionsmöglichkeit an? Also ich verwalte kein fremdes Geld, das sage ich ganz klar, ich bin kein Vermögensverwalter, aber ich bin Lehrer. Ja, also ich praktiziere das und ich lehre es auch, ich gebe es auch weiter. Schauen Sie vielleicht auf meiner Webseite vorbei, in meinem Inner Circle, da können Sie sich also solche Sachen anschauen. Sie können meinen Newsletter abonnieren, der kommt in der Regel einmal im Monat, der ist kostenlos, hoffentlich aber nicht umsonst. Sie können sich meinen YouTube-Kanal anschauen, da gibt es auch kostenlos zweimal die Woche ein neues Video. Sie können mit unserer Trader-Konferenz mit nach Oslo kommen, wenn Sie das wollen. Dann haben wir zwei Tage am Wochenende im Februar, wo Sie mir auf den Zahn fühlen können und mich nach Herzenslust auseinandernehmen können. Sie können mit mir in die Masterclass in die Dominikanische Republik fliegen in 3 Wochen. Ich gebe mein Wissen ganz bereitwillig weiter. Ja, wir haben im Inner Circle auf meiner Webseite haben wir mittlerweile über 100 Mitglieder. Wir haben ein Jahrestreffen, das war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Da dürfen nämlich nur 20 Leute hin. Also es sind so Sachen, wo ich sage, ich bringe Ihnen gerne bei, wo der Fisch ist und wie man ihn angelt, aber ich werde Ihnen keinen Fisch verkaufen. Wie viel Prozent Cash sollte man halten? Das hängt davon ab, weil am Anfang werden Sie natürlich 100% Cash haben, am Ende werden Sie immer das Problem haben, dass Sie zu wenig Cash haben. Wenn die Märkte steigen, können Sie Ihr Geld nicht unterbringen, dann haben Sie auf einmal 10, 15, 20% Cash, weil nichts billig ist zum Nachkaufen und manchmal werden Sie eben merken, es gibt ganz viele Kaufmöglichkeiten, dann ist das Bargeld ganz schnell alle. So, war ein sehr schöner Vortrag heute. Also ich persönlich habe mittlerweile immer so um die 10% Cash in meinem Konto liegen, weil ich sage, es gibt immer irgendwann ein tolles Sonderangebot und ich habe es erlebt, dass man wirklich nicht handeln konnte, weil man kein Geld hatte. Ja. So, wie kann ich an Ihrem Inner Circle teilnehmen? Ich hätte Interesse und ich bin auch kein Troll. Ja, schauen Sie auf meine Webseite. Ja, da ist alles schön beschrieben. Ich will Ihnen wirklich hier nichts verkaufen. Ich muss Ihnen auch nichts aufschwatzen. Und deswegen informieren Sie sich einfach auf gajovi.com. Ja, da ist also alles, glaube ich, mal ziemlich eindeutig beschrieben. Muss man den USD nicht irgendwie hedgen während der Währungsschwankungen? Gegenfrage, welche Währung ist älter, der Euro oder der Dollar? Müsste man nicht eher den Euro hedgen gegenüber dem Dollar? Also ich habe damit bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Natürlich schwankt das alles, aber wenn ich zwei Währungen habe, ist für mich der Dollar die sicherere. Wie viel Verlust macht man denn bei dem Put mit dem Beispiel auf Coca-Cola, wenn sie verfällt? Also wenn der Coca-Cola-Put im Geld verfällt, dann machen Sie mit dem Put überhaupt keinen Verlust, weil der wird einfach auslaufen, Sie behalten die Prämie und Ihr Verlust ist im Prinzip, dass man Ihnen 100 Coca-Cola-Aktien ins Depot bucht für $4.100. Und der Verlust würde dann entstehen, wenn die Coca-Cola zwischenzeitlich auf $20 fällt. Ja, und Sie müssten Aktien, die Sie im Markt für $2.000 kaufen können, die müssten Sie für $4.100 abnehmen. Das wäre im Prinzip die Variante, wo Sie tatsächlich Geld verdienen können, verlieren können. Und mir ist es auch schon passiert, ich habe also mit solchen Puts auch schon Geld verloren, beispielsweise im Dezember 2014, als der Ölpreis so abgestürzt ist. Ja, da war ich also in Ölaktien long drin und ich bin da mit einem blauen Auge rausgekommen. Aber ich will es auch ganz offen sagen, ich habe innerhalb von 48 Stunden von den 30% Jahresperformance, die ich bis zum 30. November hatte, ein Drittel wieder eingebüßt. Am 2. Dezember hatte ich nur noch 20% Jahresperformance. Ja, und der Rest ist Optionen gewesen, wobei da allerdings auch Futures-Optionen auf Öl dabei waren und ein paar Aktienoptionen auf Ölaktien, die mir alle um die Ohren geflogen sind. Ja, das war Dezember 2014. Wie alt sind Sie? Das ist ja eine lustige Frage. Jenseits der 50. Ich bin Baujahr 64. Selbst bei so Zahlungen wie Allianz mit 7,30 Euro, ich
kann ich jetzt die Frage nicht so recht zuordnen. Allianz ist ja alles schön und gut. Ich sage auch nicht, dass die Aktien schlecht sind, aber mir ist es einfach zu wenig. Wenn ich weiß, die Allianz kommt im Mai mit einer Dividende, dann soll mir doch mal einer den Grund sagen, warum ich eine Allianz die restlichen 363 Tage des Jahres halten soll. Ich brauche sie genau an einem Tag, nämlich an dem einen Tag, wo sie die Dividende, also die Dividende deklariert, dann am nächsten Tag Ex-Dividende geht, dann ist der Dividendenabschlag raus und dann kann ich die Aktie wieder verkaufen. Für mich ist es kein Unternehmen, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt investiert sein, weil ich würde die Allianz, auch wenn ich es könnte, nicht in Gänze kaufen. Ja, es interessiert mich als Unternehmen auch nicht, weil es ist kein Produkt, was die anbieten, was der Mensch zum Leben braucht, ja, so wie eine Zigarette. Ja, wer eine Zigarette raucht, ist süchtig, der braucht seine Zigarette. Es gibt auch andere Unternehmen, denken Sie an das, was Procter & Gamble herstellt, ja, beispielsweise sämtliche Artikel für Damenhygiene kommen häufig aus diesem Haus, sind billig, gibt es eine hohe Markentreue, brauchen sie immer wieder, gibt es keine Umsatzschwankungen, ob Krise oder nicht. Sie müssen immer Ihre Ohrtupfer kaufen oder Ihre Pampers-Windeln, weil ob Krise oder nicht, ja, das braucht man halt. So, sind Dividenden-ETFs auch sinnvoll? Mit Sicherheit, aber nicht so sinnvoll wie Aktien, weil Sie natürlich bei einem ETF immer das Problem haben, erstens haben Sie höhere Kosten. Zweitens ist ein ETF in der Regel so gestrickt, dass der mit dem Index oder dem Underlying mitgeht. Das heißt, in einem ETF kaufen Sie immer das, was gerade am teuersten ist, in der größten anteiligen Wichtung mit ein. Ja, das heißt, wenn Sie zwei Aktien haben, die eine steigt nicht und die andere steigt sehr stark, dann werden Sie eben in diesem ETF anteilig immer die teure Aktie übergewichtet haben und Sie werden von der immer zu viel kriegen und das drückt dann auf die Dividendenrendite. Deswegen, wer es kann, nehmen Sie sich einfach die Zeit und schauen Sie sich eine Aktie an. Sie müssen ja nicht gleich 50 Aktien auf einmal kaufen. Ich habe mit einer angefangen und ich empfehle auch immer, steigen Sie gestaffelt ein, machen Sie sich einen Plan. Wenn Sie sagen, ich möchte $1,000 in Intel investieren, dann kaufen Sie zunächst erstmal für $250 und gucken Sie, wie es wird. Und wenn es dann gut läuft, dann kaufen Sie nochmal für 250 und nochmal und nochmal und dann haben Sie eben in 4 Anläufen erst die Position voll. Wenn es gleich am Anfang gegen den Baum geht, tut es halt nicht so weh, weil Sie bloß mit einem Viertel Ihres Geldes investiert sind. Also man muss schon ein bisschen sich einen Plan machen. So, wie immer, top, macht aus einer Stunde zwei. Das ist leider so, wenn es mich aus der Kurve trägt, dann trägt es mich. Und die Fragen sind ja jetzt hoffentlich oder bald zu Ende. Okay, ich sehe, jetzt kommen schon die ersten Danksagungen. Also ich mache dann mal Schluss, Christian, damit du auch mal Feierabend machen kannst. Ja, genau, ich bin noch da. Ja. vielen Dank, Nils, auch von meiner Seite. Ich glaube, wenn man sich wirklich mal mit solchen Themen beschäftigt, da ist auch, glaube ich, eine Stunde länger sicherlich gut investiert. Und ja, man sollte sich halt auch immer wieder mal bestimmte Dinge zum Auge führen und also über sich selber mal Gedanken machen, was man mit seinem eigenen Geld dann dementsprechend auch anstellt. Mhm. Ja, Nils, von meiner Seite auch vielen Dank für das super Webinar. Gerne doch. Und wie gesagt, das Ganze ist aufgezeichnet, kann dann, ich verspreche jetzt mal, ab morgen auch nochmal angeschaut werden. Super, okay. Ja, also, die Fragen sind soweit beendet. Ich wünsche allen Teilnehmern auch noch einen schönen Feierabend und sag bis zum nächsten Mal. Gute Trades. Ja. Gute Dividenden. Wunderbar. Dir, Nils, auch einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald. Ja, ich habe zu danken und wenn es irgendwelche Fragen gibt, wie gesagt, auch per E-Mail, ich bin immer erreichbar, auch nach dem Webinar oder wenn sich einer die Aufzeichnung nochmal angeschaut hat, einfach eine Mail schreiben. Es gibt keine dummen Fragen und auf jede Frage eine Antwort. Ganz genau, das gilt auch hier für uns. Wenn Sie jetzt zu CapTrader Fragen haben, wie kann ich das ein oder andere umsetzen oder zu den Optionsstrategien, da helfen wir Ihnen auch weiter. Also wenn Sie so Fragen haben, wie was passiert mit dem Put, wenn der ins Geld läuft und so weiter, also da scheuen Sie sich nicht, uns da auch eine E-Mail zu schreiben oder uns anzurufen. Absolut. Gut, dann schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss in die Runde und alles Gute. Viel Erfolg.